Ey Mirko, wo warst du gerade gedanklich, mein Lieber? Warte, hatten du denn da, oder was? Alter! Ey Digga, mach mal ein Wort, Mann! Wenn du schon keinen Satz hinkriegst, machst du wenigstens ein Wort. Oh, ich glaube, dann war es wichtig, mein Lieber. Ich glaube, dann war es wichtig, ey. Über 10 schon gepennt, ey. Wahrscheinlich auch die letzten 15 Jahre nicht mehr, gell, Mirko? Sehr schön, Freunde. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur PWA. Alter! Zur Hovesim Racing natürlich. Sprint Series A als solches, oder A. Suzuka. Suzuka steht heute auf dem Programm. Bianca, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Morgen. So ist zumindest der Plan. 90 Minuten Renndistanz. Ich glaube, das wird wieder sehr, sehr geil. Ich bin gespannt. Ich glaube, mit 50 Teilnehmern maximal Suzuka kann interessant werden. Boah. Mal ganz kurz. Den Server finden. Das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus, Mensch. Hey René, wunderschönen guten Abend, grüße ich. René, vielen, vielen Dank für den T1 Resub, willkommen zurück im 28. Monat, dankeschön. Hey, der Alex auch am Start, Redsmine, grüß dich. Jo, muss, ne? Donnerstag haben wir schon wieder hinter uns gebracht, morgen ist Freitag. Und dann ist Happy Weekend, oder? Ja, das schauen wir uns gleich zusammen an. Ist da alles passt soweit? Humane Temperaturen, ey. 21 Grad auf dem Track. So. Die zwei Trailer. Ranking geblickt. Und dann Attacke, oder? Was haben wir hier? Suzuka. 29. Februar, also vierter Durchgang, Freunde, von 12, sind das 12? Das sind doch nicht 12, oder? 3, 6. Wieso habe ich 12 im Titel stehen, aber wir fahren nur 11? Hä? 6, 8, 10, 11. Bin ich doof oder zählt mal mit, bitte? Das sind doch 11 Strecken, oder? Und nicht 12. Na, Titel anpassen hier, ey. Kann ja nicht sein. So. Nee, ich mache im Regelfall immer nur Copy und Paste. Weißt du, wie ich meine? Ohne da großartig nachzurechnen. Ah, gut. Also, Titel haben wir geändert. Passt. Und zur Not machen wir es dann im Nachgang noch fürs VOD. Das kriegen wir gewuppt. Also, viel Spaß mit den Trailern. Gleich wieder am Start.
Muss ich gucken. Ich kann euch nicht genau versprechen, ob ich morgen Kommitag schaffe vom Zeitlichen her. Wenn es richtig dumm läuft, stehe ich wieder morgen bis Uhr mit der Schafferei. Deswegen habe ich ganz klar eventuell davor geschrieben in den Streamplan, weil ich sowas schon fast ahnte. Aber mal schauen. Also wenn, dann wird es morgen eine spontane Nummer. Bombe, wunderschönen guten Abend, grüß dich, morgen. Dokti, guten Morgen. Sehr schön. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Also der hat aber auch eine prädestinierte Stimme dafür, oder? Hier unser Matthias Weckel. Kannst du mir sagen, was du willst? Vor allen Dingen die Betonung lag auf zweimal. Ja, genau, richtig. Auf Deutsch heißt das Thema Seifenbox. Ja, genau, richtig, ja, ja. Ja, mir kommen auf jeden Fall langsam, Digga. Gute Besserung, toi, toi, toi. Ach, du warst doch gar nicht beim Doc. 35 Grad an Körpertemperatur ist... Nee, das ist ein bisschen zu wenig, hätte ich gesagt. Mods. Was haben wir normalerweise? 36,5, gell? Ja, das würde erklären, warum hier auch immer permanent kalt ist, ne? Zumindest seit ein paar Tagen. Also, Freunde, in der Goldkategorie haben wir auf der 1 Robin Meyer. In der Silver Class führt René Brey mit 49 Punkten. Ganz kurz mal gucken, kann ich da nicht, habe ich da Detailwertung hier? Ja, genau, also, da wollte ich hin. Robin Meyer, führend in der Goldwertung, 5 Funken hat er Vorsprung vor dem nächsten Blitzer. Ach, scheiße. Robin Meyer also mit 5 Punkten Vorsprung vor Max Florenz auf 2, Jan Drexler auf der 3, Michael Pirchheim auf der 4. Ein Zählerchen nur die Differenz zwischen den beiden. Philipp Groß auf 5, Moritz Blitzer P6. Johannes Zeus auf der 7. Position, Christopher Schmidt auf der 8, Sebastian Brocke 9, Philipp Thoma auf der 10. In der Silberwertung ist René Brey auf der 1, 10 Punkte Vorsprung vor Dominik Meyer. Der ist auf 2, Mike Bugler, 2 Zählerchen dahinter auf der 3, Danny Anwand auf 4, Jeff Ewerts auf der 5, der Luxemburger, Vladi H. auf P6, unser Rapid Racing Kollege, Tobias Martini auf der 7, Alexander Rütz auf 8, der Österreicher vor dem Schweizer, Remo Kipfer auf 9, Julian Krupika auf der 10, ebenfalls aus Österreich kommend hier der Kollege, aber echt, ey, ja, wenn die Sprachfehler wieder reinkicken, oder? Greywolf, grüße dich, mein lieber Andi, wunderschönen guten Abend. 36,5 bis 37 wären normal, okay, nicht zu verwechseln mit 36,5 Bier, gell? Das ist wieder was anderes. Fladdy, mein Lieber, guten Abend, viel Spaß und viel Erfolg dir gleich gewünscht, Fladdy. Haben wir auch schon hier auf dem Server gesehen, den Kollegen Vladi H. Schauen wir mal kurz nach. Also Max Florenz haben wir hier im Bild. Das ist der Venari Racing Pilot im Aston Martin. Robin Meyer für Madcap Racing im McLaren am Start. Janis Zeus, der Grieche, Entropy Racing im Meckes. Michael Pirchheim im Meckes für Entropy Racing ebenfalls. Christopher Schmidt für Venari Racing im BMW M4. Jan Drexler im BMW M4 für Skidmark Racing. Dann der Moritz Birzer. Jawohl, unser Projektivsitaucher ist das. Im McLaren Pierre Meyer für DB3 Motorsport im Audi 8. Vladi H., da ist er. Rapid Racing Aston Martin. Alexander Grote, Wippermann Racing im Honda NSX. Benjamin King für Motul im BMW M4. Das ist der 180er Bolide. Black is beautiful, so ungefähr. Robin Volland ist auch wieder mit am Start. Jawohl, unser Eidos ist das. Venari Racing im McLaren. Jeff Ewerts. Hovesim Racing 2 im M4. Der. Sag mal, Bub, hast du das Ding tiefer gelegt oder was, ey? Richtig geil. Also, der liegt ja mal richtig auf dem Boden. Der steht genau über so einer. Da ist so eine kleine Welle hier im Bereich der Pit, der Boxengasse. Und da steht der schön in der Mitte drüber. Das sieht richtig gut aus, Jeff. Hast fein gemacht. Jeff, Daumen hoch. Stefan Mons für McLaren Racing im Meckes. Ricky Krebs im Ferrari für RPM Triebwerk. Patrick Schröter im Pfeffer für Hovesim Racing. Philipp Thoma, Madcap Racing im McLaren. Remo Kipfer, der Schweizer, für Panther GT Racing im Ferrari. Alexander Rütz, Lambo für DOD Racing. Mike Bugler, Inari Racing im Pfeffer. Gerd Binder im Pfeffer für B&B Racing. Ingo, grüße ich, moin. René Brey, CDS Digital Motorsport im Porsche am Start. Tobias Martini im Ferrari für Martini Web Design Racing. Sehr schön. Matthias Wickel himself, Hovesim Racing im Porsche. Das ist der mit der geilen Stimme gewesen am Anfang. Dann André Schwarz im B&B Racing AMG unterwegs. Bobby Paceman für Hove im McLaren. Detlef Kiep, jawohl, Hovesim Racing im Porsche. Alvin Busjan, sehr schön, der Alvin, unser The Chipmunk. Hovesim Racing im AMG. Markus Blumendraht
im Skidmark Racing McLaren sitzend. Michi Hirschi für ein Trophy Racing 2 im McLaren. Danny Anwandt, Fanta GT Racing Fefe, Jens Alusa, McLaren Entropy Racing. Also die Entropy Racing Truppe hat auch ordentlich nachgelegt, Freunde, vom Wechselmomentum letzter Saison zu dieser Saison. Basti Holter, Bastian Holter, DB3 Motorsport, Audi 8, Mitch, mein Lieber, grüß dich, guten Morgen. Peter Lindner, CDS Digital Motorsport im Ferrari mit der Startnummer 88. Mitch, vielen, vielen lieben Dank für dein T1 Resub. Willkommen zurück im 13. Monat. Dankeschön. Kampfzwergerl, guten Abend. Schön, euch zu lesen. Hoffe, ihr seid munter soweit. Woche ist ja zum Glück schon wieder mehr oder weniger geschafft. Wie gesagt, morgen den Community-Tag, das muss ich spontan absehen, entscheiden, dann dementsprechend, ob es zeitlich passt und oder nicht. Aber ich denke, da kriegen wir, wenn dann noch die Ecke und die Kurve gewuppt. Hoffe ich, dass es hier gleich losgeht. Ihr wisst ja, ich bin so ein absoluter Freund von, oder nicht Freund von stehenden Fahrzeugen, also nicht bewegende Bilder. Hey Molde, René, wunderschönen guten Abend, grüße dich, Matthias ist auch mit am Start, guten Abend, Aves, willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid, hab meinen Rechner heute aufgemotzt, hab ihm einen V8 mit 16 Turboladen verpasst. Okay, ja. Jetzt klingt er erst recht wie eine Nähmaschine, Ingo, oder? Jawohl, wer weiß. René, wie geht's euch? Family ist munter, seid ihr fit soweit? Ich habe leider gelesen, du bist heute Abend nicht selber mit am Start, du schaust aber zu, dass da nicht das Thema gesundheitlich beeinträchtigt wäre, sondern dass vielleicht die Arbeit da quergeschossen hat, dass es einfach zeitlich nicht gepasst hat. Und Matthias, hast du Bock? Bist du munter? AFK-Bots, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Ey, Nightmare! Mike! Schön, dich zu lesen, Mann. Viel Spaß und viel Erfolg dir auch gleich. Fahr doch im Split 2. Ach, scheiße. Kann ich mir noch nicht merken, Mensch. Wer dann Split 1 oder beziehungsweise Serie A und Serie B fährt, das weiß ich doch nicht. Ach, dafür ist Hove mittlerweile viel zu groß geworden in der Form. Aber ich glaube, Besserung, René, ich versuche es mir zu merken, ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall am Wochenende muss ich mich mal kurz hinsetzen, mir Gedanken machen. Wie, wo war es jetzt? Ob ich da das 24. Mai mitfahre? In iRacing da das Official oder nicht? Muss mal schauen. Also, wir haben aktuell 21 Grad auf der Strecke. Das ist, wie gesagt, für Suzuka-Verhältnisse doch sehr, sehr human. Letzten paar Minuten noch im Bereich des freien Trainings. Dann geht es in die Quali hinein. Beide Felder, weiße Startnummerntafeln ist der Indikator für die Platin-Klasse und die grauen Startnummerntafeln für den Goldfahrer als solches, beziehungsweise habe ich euch ja in der
Wertung in der RACEP die Definition des Gold und Silber gezeigt. Das ist aber hier im Serie A-Bereich Platin und Gold und dann Silber und Bronze im Series B-Bereich. Die fahren dann dementsprechend ihr Suzuka-Rennen nächste Woche zur selben Zeit, ebenfalls am Donnerstagabend. Ne, wird dann moderiert wieder von unserem Matthias Weggel, also sprich hier der mitunter Hauptinitiator. Und er hat natürlich auch da mittlerweile ganz viele, eigentlich kannst du da nie zu viele oder genügend Kollegen haben im administrativen Bereich. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, ne, so ein Thema mittlerweile in der Größenordnung, wie Hoves im Racing unterwegs ist, kann nicht nur von 2-3 Leuten gemanagt werden, das schaffen die zeitlich auch gar nicht. Und man immer im Hinterkopf behalten muss, ist natürlich die Tatsache, dass die Jungs das in ihrer Privatzeit machen. Ne? Die meisten haben ihren Vollzeitjob auch noch zu wuppen. Ne? Und dann ist da womöglich auch noch die Family ein bisschen da. Da muss man auch noch ein bisschen am Start sein und solches. Das darfst du natürlich auch nicht vernachlässigen. Aber deswegen Chapeau. Flani H. war letztes Mal schon richtig gut dabei. Ich bin gespannt, wie er sich heute dann über Suzuka schlagen kann, womöglich. Thomas auch ein ganz heißer Kandidat für die Top 5. Ja, die Rundenzeiten sind schon wieder jenseits von Gut und Böse. Eine 58,1 haben wir hier im freien Training von Max Florenz schon mal zu Buche stehen. Das ist schon sehr. Mach in Ruhe, Toni. Sehr, sehr flott und sehr, sehr schnell gewesen. Ich glaube, wenn man um die 2-Minuten-Marke fährt, vielleicht ein Ticken schneller unter 2 Minuten, dann kann man sich schon teilweise mal selbst auf die Schulter klopfen. Aber eine 58 tief, das ist natürlich erstmal ein richtiges Brett. In dem Fall von Max Florenz. Stecker, grüße dich, morgen. Das Beste für den Anfang, ja, mitunter relativ stressfrei ist hier im Bilde zum Beispiel der Aston Martin Stacker, den kann man ganz gut empfehlen. Der BMW M4 ist auch nicht zu verachten, der McLaren 720S, den kannst du auch nehmen als solches. Dann gibt es vielleicht noch 1-2 weitere Fahrzeuge, wo man sagen kann, die sind nicht ganz so mehr oder weniger gleich hektisch, über den Ecktisch so ungefähr, wenn es um Thema Setup-Arbeit und was ist das denn? Das ist ein regulärer Fahrer. Tapion Television. Was? Also wenn einer der Admins da ist, bitte mal ganz kurz checken, ist dieser Fahrer hier, ist das zugelassen, ist das ein regulärer Fahrer? Das sieht mir gerade so ein bisschen komisch aus. Startnummer 56, ein Ferrari aus dem Team Delevision, hätte ich jetzt gesagt. Bitte mal kurz zum Checkup. Das ist der 720er S McLaren Stacker, den kann man auch ganz gerne mal empfehlen. Du hast einfach ein bisschen weniger Stress im primären Momentum, was das Thema Setup-Arbeit etc., Schrauberei und sowas betrifft. Ne? Primär, du kannst dir da, wenn du die Strecke womöglich noch nicht kennst, so im klassischen Sinne oder im kombinierten Sinne, dann sparst du dir da ein sicheres Setup drauf, dann ist es total tiefenentspannt. Dann, wenn du die Strecke so ein bisschen drin hast, dann gehst du aufs aggressive Setup, fährst deine Drücke raus und dann lässt du mal fliegen. Weißt du, wie ich meine? Ohne, dass du das Gefühl hast, das Auto will dich gleich mehr oder weniger gedanklich umbringen, ja? Vanessa, wunderschönen Abend, grüß dich, morgen! Ja, aber deswegen sage ich ja, das sieht total weird aus. Ich glaube nicht, dass der Kollege oder die Kollegin, wie auch immer, sich hier richtig... Ich suche schon die ganze Zeit den Lambo-Piloten, aber meinst du, ich finde einen AFK-Bot? Katastrophe, ey. Nee, wirklich geändert. Stacker hat sich's nicht im Vergleich zu den Autos in 23, also aus dem vergangenen Jahr. Das nicht. Kannst du im Grunde noch 1:1 das gleiche. Was auch nicht so verkehrt ist, ist der neue Fefe. Bei dem neuen Fefe musst du aber ein bisschen gucken, den musst du relativ zügig schalten.
also so meine persönlichen Empfinden. Ne? Ich habe jetzt aber auch wiederum gesehen, dass es teilweise Fahrer gibt, die drehen diesen Koffer endlos aus, also gefühlt wirklich endlos, und scheinbar macht es dem Koffer da gar nichts aus. Der Henschel, hey, wunderschönen guten Abend, grüße dich, vielen, vielen Dank für dein T1 Resub, mein Lieber, willkommen zurück im vierten Monat, dankeschön. Kabi, grüße, morgen. Ja, der Matthias wird ja selber am Fahren sein, der Matthias hat ja gar keine Zeit gerade, wobei der Matthias Weckel noch in der Box steht. Matthias, was ist mit diesem Fahrer hier? Schau mal bitte ganz kurz in den Stream rein, beziehungsweise hier ins Bild. Tapion Delevision. Hat der sich verlaufen? Hat der sich verirrt, dieser Pilot? Oder habe ich mich heute Morgen mit einem Backstein gepudert? Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich Tomaten auf den Augen habe, dass das so sein muss. Oder ist es erst Safety-Car-Ersatz? Ich weiß es nicht. Frag für einen Freund. Alexander Rötz, jawohl, da ist es doch. HFK Wortschreib, let's go, Rötz. Da ist doch Rötz. Oder heißt der wirklich Rötz? HFK Wort, klär mich auf. Lass mich bitte nicht dumm. Das ist Roman Wagner. Nee, oder? Ja, dann soll er sich bitte mal umbenennen. Und im besten Falle jetzt noch, weil 3 Minuten hat er noch bis Quali-Start. Aber wobei, warte mal, wir fahren doch mit Entry-List, oder? Ja, richtig, genau. Nee, dann wird's nichts mehr. Nee, dann geht's nicht. Dann, ja. Ach so, gut, wenn der das über RaceApp geändert hat, ihr macht ja einen Auszug, ihr zieht euch ja die Entry-List aus RaceApp raus, ne? Das ist natürlich dann ganz blöd, ja? Ja, nee. Dann machen wir jetzt schon dreimal nichts mehr. Also, wie heißt der Kollege? Roman Wagner. Okay, alles klar. Also nicht Ramon, sondern Roman. Roman Wagner ist das in einem giftgrünen Fefe, Freunde, mit der Startnummer 56 aus dem Team Delevision. Okay. Wir haben schon gewitzelt, das neue TV-Sender, ich weiß es nicht. Ja, Kent, du, alles gut, mich trifft dir eh keine Schuld, Matthias, oder? Ich bin ja nur derjenige, der das hier irgendwie, der einen geraden Satz zumindest in dieser Konstellation rausbringen sollte. Kabi, wie geht's euch? Also, Alexander Rötz für EOD Racing am Start. Aber HFK-Bot, der Alex Rötz, ist heute wieder alleine unterwegs, ne? Also der heißt wirklich Rötz. Rötz vertippt mich immer. Okay, okay. Oder haben wir noch einen zweiten DOD Lambo dabei? Wahrscheinlich im anderen Split, ne? Nur im Endo Cup haben wir sie dann alle vor der Nase. Das kann sein, ja. Wir haben auch, warte mal, haben wir nicht sogar Wochenende in einer Woche? Leider alleine, okay. Haben wir nicht sogar Wochenende in einer Woche wieder einen Endo Cup hier bei der Hove? Guck mal, lass mich kurz in meinen schlauen Kalender reinblicken. In der Hoffnung, ich habe es wieder richtig eingetragen. Zweiter Fahrer ist im Urlaub. Ah, okay. Ja, das ist aber auch wichtig. HFK-Bot, das ist auch wichtig. Urlaub muss auch mal sein. So, März. Jo, 9. März, Freunde. 9.3. Samstag. Ergo Samstag in 2 Wochen. Quatsch. Samstag in einer Woche, also sprich kommenden Samstag. Jetzt übermorgen in einer Woche, sprich nächste Woche Samstag ist wieder Nürburgring 6 Stunden. Endo Cup von Hove Sim Racing. Sehr schön. Gestern, heute ein bisschen stressig gewesen. Okay, wichtig ist nur, dass ihr eure Krankheitsthema-Geschichte dann, die doch relativ lange angehalten hat, Kabi, dass die überstanden ist, auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal. Geht gleich jeden Moment in die Quali rein. Genau. Röter, was ist nu? Achso. Röter, was ist nu? Ja, mach mal lang auf Kolben hier. Also, 23 Grad im Parcours. Oben rechts seht ihr das vielleicht so ein bisschen hinter dem Hovo-Logo durchschimmern. 16 Grad Außentemperatur, das ist vollkommen human. Und jetzt gehen wir eine Runde steil. So, jetzt werde ich den neuen Tower einloggen hier. Ja, alles gut, alles gut. Das war eine alte Mitteilung. Thank you.
Da. Ich hab einfach den Monitor. So, das haben wir. Quali-Start 20 Minuten, mehr gibt's nicht. Einmal alle rausgefahren. Im besten Falle. Wo ist Nice Speed? Da ist Nice Speeding. Passt. Morgen ist alles ganz entspannt. Okay, sehr schön. Oh geil, haben die Flaggen überarbeitet hier vom Overlay? Hast du mal in der Rennpace im besten Falle durch die 130R für Jonas Zeus? Aber zu Ende gefahren, perfekt, rechts am Körb, nicht zu früh den Körb verlassen. Hitachi Automotive System Chicane, so hieß diese Schikane früher. Mittlerweile haben sie sich nur noch auf Chicane geeinigt, auf Schikane, auf Deutsch. War doch zu schwierig. Jeder Zweite, der das aussprechen musste, hat danach instinktiv auf seinen nicht vorhandenen Akku Schrauber gedrückt, in der Hoffnung, kommt noch was. Akku ist aber leer gewesen, ging nicht mehr. Alexander Grote hier, der einzige Honda NSX-Pilot, auch immer wieder ein absoluter Augenweide. Wenn da so exklusive Formate in der Einzeldarstellung mit auflaufen. Peter Lindner, in Pfeffer. Großes Dankeschön natürlich nochmal an der Stelle an die Partner und Supporter, die Sponsoren der Hosim Racing. Finde immer wieder, das kann man nicht selten genug innig ausdrücken, den Dank dazu. Robin Meyer, Michael Piersheim. Der Jeff Ewerts im BMW, das ist für mich immer noch irgendwie ein ganz komisches Bild. Der Jeff ist da letzte Season den McLaren gefahren. Und das hat sich irgendwie so eingebrannt bei mir, dass ich da in Konstellation mit dem M4 so ein bisschen, keine Ahnung. Was hat der Matthias oben geschrieben? Der Porsche ist auf Suzuka eine absolute Katastrophe. Du hast hier null Grip, okay. Aber nur vom Empfinden, Herr Matthias. Deswegen mach dir keinen Kopf. Du musst das Ding nur 90 Minuten überstehen. Ist schon. Quali ist auch mittlerweile on track. Perfekt. André Schwarz steht in der Box noch. Und der Kollege Ramon Wagner ist auch on track. Echt? Boah, das ist gleich mal eine richtig schöne Zeit von Jannis Zeus. 59,320 gefahren. Michael Piersheim lediglich 5000stel schneller gewesen. 3,15 nach dem Komma. Was habt ihr morgen? Hochzeitstag? Oh, wie geil ist das denn, Kabi? Nee, aber dann werde ich frühestens morgen gratulieren. Nicht heute, das macht man nicht vorher. Aber sehr schön, Kabi. Sehr schön. Habt ihr mittlerweile silberne, 25 Jahre und so? Neuer Polesetter, Robin Meyer, 58,977. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's vorwärts. Philipp Thoma auf 4, 59,515 gefahren. Jeff Ewerts P5, 59,572 in den Parcours gehämmert. 17 Jahre. Boah, das ist aber auch schon eine geile. Ganz, ganz, ganz tolle und lange Zeit, Kabi. Freut mich. Alexander Grote P6, 59,632. Jetzt P7 durch die neue Polezeit des Max Florenz. 58,862. Ich bin gespannt, ob er anknüpfen kann an die Trainingszeit. Die 58,1. Aktuell würden roundabout noch 7 Zehntelchen fehlen. Pierre Meyer P9, Vladi H auf 10, 59,792, jetzt auf P11. Benjamin King war ein bisschen schneller für den Moment. Oh, 33 Jahre ist auch eine
Richtig, richtig tolle Zahlen, Abes. Gigi dazu. Alexander Rütz P12, 59, 8, 3, 7 für den D&D Racing Lambo Piloten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, du musst hier irgendwie, egal was passiert, unter 2 Minuten fahren. Ansonsten bist du ferner liefen, weit weg. Stefan Mons, neuer 17. 2 Minuten, 047. Jens Alusa, P18, 2 Minuten, 070. Remo Kipfer, P19, 2 Minuten, 127. Krass. 2 Minuten, 0 bei P17 angefangen. 2 Minuten, 8. Von Ramon Wagner, hier dem Kollegen Tapion, P27, das heißt 10 Teilnehmer, eine Sekunde auseinander. Ey, was haben's denn Moritz heute Morgen wieder ins Frühstück dann? Moritz Bierzer, neuer Polsetter, Freunde. Moritz Bierzer fährt 58.675, der hat auch heimlich wieder trainiert, oder der Bub? Der war letztens erst, keine Ahnung, All You Can Drive hat er gemacht auf der Kartbahn, weiß der Geier was, ne, so nach dem Motto, die Arme müssen brennen. Ja, also ich glaube, der ist morgens um 7 schon da mit, aus seinem Zelt rausgefallen, ja, weil er auf dem Campingplatz, sag ich, weil er vorne auf dem Schotterparkplatz da gekämpft hat, weil er einer der Ersten sein wollte. Und dann ist der, glaube ich, bis nachts gefahren, der Tag drauf. Unglaublich. Jan Drexler, mega. Auch Jan ist nicht langsam. 58,727 für Jan Drexler. Das wäre P2. Ganz enge Kiste. Ganz, ganz. Also es verstärkt sich und es bestärkt immer mehr, wie unglaublich, unglaublich dicht zusammen dieses Teilnehmerfeld ist hier. Ich glaube aber, es ist im Split 2 auch gar nicht so viel anders. Auch da wird im Tausendstelbereich um die Position gefightet, um die Punkte zu ergattern. Wärst du diese Saison, René, auch noch den Porsche? Oder hast du gewechselt? Also hier, Moldenhauer, Molde. Christopher Schmidt, P11. 59,462. Das ist der bestplatzierte Venari-Pilot bis dato. Nee, Max Florenzer. Ja klar, logisch, logisch. Ja, okay. Also man bleibt dem Hersteller aus Zuffenhausen da weiterhin treu. Finde ich gut. Okay. Du, jetzt ist es, solange du nicht bei mir um die Ecke kommst und sagst, Bloody, in ACC bleibe ich dem Porsche treu. Es gibt nichts anderes für mich, aber in Wirklichkeit fahre ich einen Smart in Real Life, weißt du, ich meine, dann ist alles cool. Ach Gott, ja, diese. Mike Bugler auf die 9. Position, 49,167 gefahren. Ricky Krebs auf P17, 59,577. Zeitengleichheit zu Alexander Rötz, Freunde. Schönes Ding. P16, P17 teilt gleiche Zeit. Bastian Holter P20, 59,775. Das ist alles nicht langsam. Das ist nicht langsam. Peter Lindner, 2 Minuten,012 ist er gefahren. Die 26. Paceman muss die Zeit noch setzen. Letzte Runde war ungültig. 22 Grad aktuell. 1 Grad haben wir verloren. 16 Grad Außentemperatur. André Schwarz ist auch on track. Sehr schön. Laguna Coupé, grüß dich. Morgen. Pit Limiter.
Servus. Schön, dass dein Name ist, mein Lieber. Jan Drexler, 58370. Max Florenz, 5000stel langsamer gewesen. Oh, das wird am Max jetzt nagen, ey, Freunde. Drexler, also jetzt pauzert da. 9 Minuten haben wir noch. Florenz kommt rein, der Max. Neuen Radsatz organisieren, jawohl. Man darf nicht anhalten, einfach on track und hier Escape drücken, das ist verboten. Laguna, wie geht's dir? Was ist denn das für eine Frage, Digga? Stimmt, HFK-Bot war der Jakob, genau richtig, ja. Robin Volland auf P7, in leichter Rutsche über die Vorderachse ausgangs von The Spoon. P7 wäre aber nicht verkehrt, 59.050, so wie ich unseren Robin Volland kenne, hat er wieder keine Zeit gehabt, vorher zu trainieren. Wieder aus dem Kalten heraus in den Stuhl rein, für den heutigen Abend hier auf Suzuka. Ist aber nicht weiter schlimm, weil das kann ein Robin Volland definitiv volles Brett ab. Ey, jetzt klärt mich mal bitte auf. Ich sterb ja nun gern dumm, ne? Um was redet ihr denn da, bitteschön? Haben sie schon gehäutet? Das ist ja ekelhaft. Reden wir jetzt hier von Schlangen, Eidechsen oder sonstigen Getiers? Ey, Xanster, guten Morgen, mein Lieber. Ja, ich drück dir die Daumen, Jakob, auf jeden Fall, dass das passt. Frasserbösche, umgekehrt. Wasser. Was sind. Wasserfrösche, okay, Wasser. Ja, ist klar, okay, ja. Da muss ich auch mal aus dem Lurk was schreiben. Ja, genau. Ja, ja, ja. Du, solange sich das gut anfühlt, Xanster, hast du alles richtig gemacht. Immer sehr gut verdreht, wie so oft, zu sehr. Ja, auf jeden Fall. Also damit ist Rapid Racing gemeint, Freunde, für die, die jetzt mit RR im ersten Moment nichts anfangen können. Der einzige Pilot nur hier im Rahmen der Hofesim Racing, der an den Start geht, ist Vladi H. Außer Mendu Cup Format, dann bekommt natürlich der Vladi H auch ganz gerne mal Verstärkung womöglich. Wie nächsten Donnerstag. Ziehst du um oder was, Jakob? Ändert sich deine Vorwahl? Okay. Jetzt am Wochenende, Alex. Also Xanster. Erdbinder P23, 59.787. Auch eine ganz magische Zahl. Diese 787. Der 787B, Freunde. Einer der Le Mans-Fahrzeuge. Mazda war es, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Patrick Schröter nur auf der 30. Herr Schröter, was ist da los? 2 Minuten,072. 2000stel, Herr Schröter. Jetzt machen Sie Lack auf den Call, bitte. Ist Jens Alusa da nur schneller gewesen? Also 2000stel, ne? Jetzt, hier, bitte. Michi Hirtsch auch nicht so weit weg mit P31. 2 Minuten,095 kredenzt. Ach, du meinst. Ach so, bitte so. Ach, die Vorwahl meinst du? HFK-Bot, okay. Geburtstag nächsten Donnerstag. Ja, okay, wunderbar. Ja, da muss man dann so ein bisschen abwägen, ne? Frei nach dem Motto, getreu dem Motto, man muss Prioritäten setzen. Die Vorwahl ändert sich auch nicht schlecht. Also das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, guck, da bin ich ehrlich, dass jemand sagt, die Vorwahl bei einem ändert sich und das ist dementsprechend das, ja, das Alter dann gemeint gewesen, ne? Robin Meyer nach vorne auf die 3, 58, 4, 2, 0.
Da dringt also Moritz Birzer von P3, Michael Pirchheim auf 5, Philipp Thoma auf P6 nach vorne mit rein. 58,805 für Thoma. Haben wir in der Top 10 zweimal der Robin am Start. Wo ist der Jeff? P12. Alexander Grote, P15. Matthias Weckel. Guck mal hier, Weckelinski auf der 19. 59,505. Der macht uns den Kuno-Style nach dem Komma. Ich glaub's ja nicht. Hä, was habe ich denn da jetzt vorgelesen? Ach so, hey, jetzt springt der mir voll aus dem Bild raus hier. Auf die 10 nach vorne, 59,125. Und der soll mir nochmal um die Ecke kommen und sagen, Blatt, ich habe hier null Grip, Alter. Ich habe null Grip. Ich habe null Grip, aber wer trotzdem auf die 10 nach vorne? Der Kaputtne. Kuss geht raus, Mann. Wo habe ich die 505 nochmal gesehen? Hier bei Vladi H. 59,505. P19. Die Zeitengleichheit zwischen Alexander Rütz und Ricky Krebs immer noch gegeben. Hey Chris Haya, grüß dich, a.k.a. AC, nee, doch AC Chayabusa. Das heißt ACD Hayabusa, du Depp. Hast du auch wieder recht. Deswegen geht's dir, schön dich zu lesen, Mann. Party ist erst am Freitag, oh, dann geht's ja noch. Jakob, dann geht's ja noch. Dann machst du Donnerstag, weißt du, schön hier ein bisschen racen und so. Machst am Freitag dann, wenn Party ist, dann machst du hier 3,6 Promille weg, mindestens. Donnerstag war es ja nur P22. Okay. Ja, manchmal gewinnt man, ne? Manchmal verlieren die anderen. Oder umgekehrt. Oh, Paceman, gelbe Flaggen in der Box jetzt. 2:04,47. Also, kein einziger Pilot, keiner. Auch nicht mal mehr Ramon Wagner. Ist mit der 2:01 dabei. Also 2:01. Keiner. Die sind alle schneller. Langsamste Qualizeit hier gefahren von Ramon Wagner. 2:08,50. Das ist schon ein richtiges Brett, Freunde. 58,370. 5000stel dahinter Max Florenz auf 2. 58,420 für P3 Robin Meyer. Moritz Birzer auf 4. 58,590. Michael Pirchheim P5. 58,742. Muss, Chris. Muss. Als weiter. René Brey auf 19 hier. Unser, der Ösi heißt er auf Twitch. Hast schon lange nicht mehr gesehen, der René. Also wenn du es hörst, René, lass dich mal wieder blicken, mein Bubsche. Ansonsten hab spielt viel Spaß und Attacke, ne, hier heute Abend jetzt. Hier ist Martini auf P22, kriegst du wieder Dost. Ja, unglaublich, 59,697 von Tobias Martini. Letzten Donnerstag war ich auf Konzert. Aber hier Zuschauerteilnahme, oder? Jakob, oder hier schöne Bühnenshow gerockt oder so? Nichts verpasst. Alvin Busjan auf der 31 mit 2:06,7. Übel. Er ist die ganze Zeit immer mal wieder so ein bisschen im Background am Purple blinken, der Jan Drexler. Aber irgendwie will es ihm gerade nicht gelingen. Die letzten paar Sekunden rennen dahin. Ich glaube, ich werde nochmal ganz kurz parallel dazu die Kaffeemaschine einmal nochmal anschmeißen hier. Kriegen wir hin. Nein, Max Florenz, gelbe Flaggen, das ist die... Was? Der darf durchziehen. Der ist noch nicht abgewunken, der ist vor... Ah, schöne Drifteinlage. Geil, fühlt sich richtig gut an, sitzt du drin, da geht dir der Stift, weiß ich mal... Ja gut, klar, Runde ist natürlich ungültig, aber... Schöne Einlage. Alan, grüße dich, einen wunderschönen guten Abend. Das Bolt, okay, sagt mir gar nichts. Was machen die? Schlager rückwärts oder was? Nee, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Jakob, klemm mich auf. Alan, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub, mein Lieber. Willkommen zurück im 8. Dankeschön.
Ja, 2 Zehntel hinten dran. Das wird nichts mehr mit der Verbesserung. Florenz hat es, wie gesagt, gerade der Max weggeworfen. Robin Meyer ist in der Box stehen geblieben. Moritz Birz ist abgewunken. Da passiert nichts mehr. Das ist Polezeit. 58,370 von Jan Drexler. Bugler ist 2 Zehntel dahinter. Keine Verbesserung. Jonas Zeus, ja, 1-2 Zehntelchen positiv. Aber das reicht nicht für Polezeit. Jetzt ist das Positive weg. Chrissy, guten Morgen. Grüß dich. Nee, keine Verbesserung, oder? Nee, kein... Oh, 32.000stel langsamer wie Personal Best bis dato. Für Jonas Zeus, es bleibt bei P12. Alexander Grote über die Linie. Eine Position verbessert. Auf die 14 nach vorne für Alexander Grote. Ricky Krebs fährt über die Linie. Keine Verbesserung. Doch, eine Position. 21 für Ricky Krebs. Remo Kipfer. Chrissy, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen, gleich wieder erkannt, Mensch. Schön, dass du da bist. Nee, das bleibt bei P27. Vettel? Okay. Cool. So, ich riskiere es mal kurz. Ich mach mal kurz die Kaffeemaschine an. Ja, ein Honda haben wir dabei, ja. Ein Honda NSX. Hier mit Alexander Grote am Steuer. Das ist auch gar nicht so langsam. Wenn man das hier bei der Feldstärke mal dezent sagen darf. Ein Pflichtprogramm haben wir. Einmal müssen sie in die Box rein. Ich will nur mal ganz kurz nachlesen, dass ich hier wieder... Das Pit-Stop-Window, also das Boxen-Stop-Zeitfenster, verkack. 20 Minuten haben wir. Pit-Stop-Window. Genau. Wenn jemand fragen soll, es wird LFM-BOP gefahren, ja. Das haben wir auch drin, sehr schön. Wo ist jetzt mein... Da. Keine Strafen aus dem letzten Renndurchgang. Passt. 9 Grad, Freunde. 9 Grad Außentemperatur, 9 Grad in der Strecke. Also es ist im Vergleich zum Training und Quali gerade, es ist arschkalt. Hui! Mitunter, ja. Also da seht ihr rechts, ne? Plus, Minus, Kilo, Ballast, Handicap auch genannt. Das ist die LFM-BOP. Also das hat jetzt weniger was mit den Leistungen der Fahrer zu tun. Das ist kein Erfolgsballast oder Erfolgshandicap, sondern es ist ganz normal, um einfach die Fahrzeugvielfalt etwas dichter wieder komprimiert zu bekommen. Ne? Du meinst bei der WES oder wie? Henschel? Hey, Schmitti! Nee, die Kaffee ist natürlich noch nicht fertig, aber die Maschine läuft, ja? Ja, bin ich dabei, ja. Erzähl ich dir gleich, Henschel. Momente, wo ich verfluche, dass die Kaffeemaschine hier nicht neben mir steht beim, und so. Thomas Jansch, grüß dich, moin. Also, Buschwoll, Grüße.
Wunderschönen guten Abend. Also, pass auf, wir machen ganz kurz hier Starting Grid, oder? Und dann Attacke, und dann werde ich da zwei, drei Sätze sagen können, womöglich. Wo habe ich es denn? Hier habe ich es da. Also, Starting Grid wie folgt. Pole-Setter ist Jan Drechsel, vorne links aus unserer Perspektive. Auf der 2 Max Florenz, P3 für Robin Meyer. Auf der 4. Position haben wir stehen den Moritz Birzer, P5 für Michael Pierscheim. P6 daneben steht der Philipp Thoma. Auf der 7 haben wir den Pierre Meyer. Auf der 8. Position Benjamin King. Keine Ahnung, ob der wirklich so ausgesprochen wird, aber er fährt da unter britischer Flagge. Mike Bugler für P9, P10 für Robin Volland, PL für Jeff Everts, Janis Zeus von der 12. Position, unser Grieche mit der 777 als Startnummer. Schmitty, wie geht's hier, mein Lieber? Matthias Wegel, P13. Auf der 14 daneben steht Alexander Grote, einziger Honda NSX-Pilot. Auf der 15 Christopher Schmidt, P16 daneben steht Stefan Mons. Auf der 17 haben wir Vladi H. Auf der 18 daneben Bastian Holter. Jetzt war mir gerade ein blöder Spruch auf der Lippe gelegen. Alter Schwede, hab ich dir gerade runtergeschluckt, ey. René Brey auf der 19. Alexander Rütz auf P20. Kuss geht raus, mein lieber Vladi. Nicht für krumm nehmen, Digga. Ricky Krebs auf der 21. Gerd Binder daneben auf P22 befindlich. P23 haben wir reserviert für Tobias Martini. Jawohl, nicht geschüttelt, aber berührt. Ohne Olivski. Danny Anwand auf P24. Daneben stehend dann Patrick Schröter in der nächsten Startreihe. P25. Peter Linden auf P26. Remo Kipfer, der Schweizer, auf der 27. Daneben flankiert von André Schwarz, P28, P29 für Detlef Kepp. Vorgesehen die 30 für Markus Blumendrath. Auf der 31. Position finden wir Alvin Bussian. Daneben steht Jens Alusan. Dahinter P33 für Michi Hirschi, den Österreicher. Bobby Paceman daneben und der Kollege Ramon Wagner, a.k.a. Tapion, auf P35, Freunde. So ist der Plan. So ist es niedergeschrieben. So wird dementsprechend hier gestartet. So, ganz kurz nochmal reingucken. 2 Sekunden. So, pass auf, ich baue kurz den Kaffee fertig und dann, ne, und so, ja. So, Thomas, mein Lieber, alles munter soweit. Einrollrunde, alle weggekommen, oder? Keiner aus der Box hinterher starten? Nein, sehr schön, passt, wunderbar. Also, wie gesagt, ich bin offiziell eingeschrieben bei der WES. Ich bin mit dem Mirko Hake zusammen auf dem Bentley. I'm Groot! Ja, servus, mein Lieber, grüße dich. Und ich war jetzt im ersten Rennen in Paul Ricard, war ich ja zeitlich verhindert. Deswegen konnte ich da nicht mitfahren und teilnehmen, Henschel. Bin aber jetzt in Watkins Glen, ergo in knapp circa zwei Wochen bin ich mit dabei, auf jeden Fall, ja. Das ist Suzuka, mein lieber Schmitty, das ist Suzuka. Gut, wie geht's dir? Muss, Thomas, muss. Ich hab's vorhin schon gesagt, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, dann kommt's Happy Weekend, also geiler kann's eigentlich nicht sein, oder? Morgen den Tag kriegen wir schnell rum noch irgendwie. Hoff's zumindest. Das vorhin schon erwähnt, wenn es dumm läuft, bin ich morgen wieder länger schaffen. Ich habe eigentlich gar keine Lust, aber manchmal ist es halt so, oder? Jamkas! Guten Morgen, mein Lieber. Grüße dich. Mein Groot feuert hier den Fadi an. Umgekehrt, feuert hier den Fladdy an. Katastrophe, oder? Diese ganzen Els in den ganzen Namen. Da wirst du noch Mischucke in der Birne. Da ist er. P17 startet euer Fladdy, Freunde. Ja, auf jeden Fall, Henschel. Ich freue mich auch, weil es sind unglaublich, unglaublich viele Kollegen und Kolleginnen auf jeden Fall mit dabei. Und wenn man dementsprechend da so ein bisschen dann über die Strecke zusammen fighten darf, im kompetitiven Sinne, ich habe da schon Bock drauf, definitiv. Ich habe da schon Bock drauf. STP und Crew, vielen Dank für den Follow. Wunderschönen guten Abend, grüß dich.
War das wieder der berühmt-berüchtigte Jägerknall? Das ist doch nicht wahr. Lang nicht mehr gehört, gleich wiedererkannt. Also bei mir war der jetzt leise. Entschuldigung. Aber sehr dezent. Ja gut, okay. Dann ist gut. Dann, wenn ihr auch das Gefühl hattet, es war sehr dezent, dann haben wir das richtig gemacht. Darkstyle, grüß dich. Guten Morgen. Was steht nach morgen an, Chemkas? Alexander, wann geht's denn los am Wochenende? Ja, ich bin auch gespannt, wie T1 wird. Also T1 ist relativ breit. Ne, das hat so ein bisschen was hier in Suzuka in Form einer Steilkurve. Trotzdem neigen natürlich auch die Piloten tendenziell dazu, dass dementsprechend da ganz gerne mal die Hinterachsen verloren werden, ne? Nee, den gibt's bei mir gratis, Thomas. Mach dir keinen Kopf, den gibt's bei mir absolut gratis hier. Ja, ab und an. Einmal kann das passieren, Darkstyle. Aber nur in den Streams, wenn ACC läuft. Der Stuhl, was für ein Stuhl? Wollen Rennstart. 90 Minuten oben links, anderthalb Stunden ausgeschrieben. Hier in Suzuka. Vierter Durchgang von 11. Hove Sim Racing Sprint Cup Format Series A. Und es geht jetzt los in diesem Moment. Ich weiß nicht, wo es herkommt, Thomas. Ich bin absolut ratlos. Dann kommt Wochenende, meinst du, Chemkas? Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, das sah jetzt gar nicht mal so verkehrt aus für T1. Schönes Ding. Schönes Ding. Geil. Keiner weggedreht, entgegengesetzt womöglich unser potenzieller Vorahnung. Bisschen Lackaustausch hat es gegeben, ja. Oh, warte mal, da ist aber einer gerade massivst in der Wiese gewesen. Na, da gab es jetzt mehrere Collisions oder Contact, sagen wir es so. Binder, Schröter, Martini, Keh, Bustian, Blumendraht waren da alle so ein bisschen im Techtelmechtel unterwegs. Aber alle sind sie noch am Leben und am Racen. Also eine sehr, sehr geile Nummer. Angefangen vorne auf der 1 bei Jan Drexler. Michael Pirsheim auf der 5. Oh! Ja, okay, Kettenreaktion. Acht Fahrzeuge, Front- und Heckschaden, kombiniertes Format. Jeder ist dem anderen so ein bisschen hinten drauf gehämmert, weißt du, wie ich meine? Und den letzten hat es richtig gewickelt, weil der hat jetzt definitiv hier einen steifen Hals. Lukas Strahl, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Geht das erste Mal im Renntraining in das Spoon rein, diese Löffelkurve, wie sie auf Deutsch heißt. Wobei das absolut bescheuert ist, weil ihr habt wieder ganz komische Bilder dann in euren Köpfen. Ich kenne euch ja. Ich sag Löffelchen. Hat Löffelchen gesagt. Ja. Basti Holter, Innenseite, Formationsflug zu Stefan Monz. Nein, da steckt er zurück. Vor der 130 eher doch kein Risiko eingehen. Besser ist das. Ja, Meier auf der 7, hinter Philipp Thoma. Jeff Ewerts, 3000stel auf der 11, hinter Robin Volland. Ah, Detlef Kip, Remo Kipfer. Leicht angelehnt scheinbar. Licht an Frontschaden. Am Porsche. Rechte Hand am Kotflügel vorne des Spaltmaß. Gefällt mir nicht ganz. Oder ist das Lack-Design-technisch ein Phänomen? Schaut mal, da ist so eine ganz feine Linie zu sehen, die durch den Scheinwerfer geht beim Porsche. Hier bei Detlef Kip. Wir gucken mal rüber zu dem... Ja Gott, zack, wo ist er denn? Hab ich jetzt nicht laut gesagt, oder? Zum Matthias Weckel. Ey, Weckel, wo bist du? Matthias! Die 17, bitte. Da ist er. Ist bei dem genauso? Ja, also das ist definitiv Lackbestandteil. Alles gut. Was bist du munter? Geht's dir gut? Markus Blumendraht auf der 32. Welt ist doch relativ dicht noch zusammen, also genial. Oh, leichter Ausritt für Bastian Holter, vorne auf der 17. Okay.
Ja, warum nicht, Chimkas? Freunde, es ist 6. Ach Quatsch. Doch, 6.12 Uhr am Morgen. Das erklärt, warum es unglaublich kalt ist. Im direkten Vergleich zu der Quali-Session gerade noch. Sehr schön, Lukas, freut mich. Ja, muss. Muss. Morgen noch, dann ist schon wieder Wochenende. Alexander Rütz auf der 22 unterwegs. Mach das, Ingo, mach das. Nein, der Abflug von Alvin Bussian, der steht in der 130R, beziehungsweise muss in der 130R wieder das Auto neu ausrichten. Einschlag, wie macht die Motorhaube, Freunde? Genau. Im Winde für Alvin Bussian. Kommt auch direkt reingefahren. Geht da kein Risiko mehr ein. Fahrzeug wird repariert. Geht danach erst gleich weiter. Speedy, grüß dich morgen. Samstag 17 Uhr kann ich antworten, weil er gerade am Fahren ist. Der hat nie Zeit für mich, Nickel. Oh, Katastrophe. Nee, ist kein Thema. Danke für die Info, Bianca. Kriegen wir gewuppt. Speedy, mein Lieber, alles fresh? Ja, aber ist der Regen schon drin in iRacing, Chemkas? Oder kommt der jetzt erst am... demnächst. In 2 Wochen. Ah, okay. Aber du bist jetzt schon mal in weiser Voraussicht, auch für die mentale Umstellung diesbezüglich, gewechselt auf den F3. Also auf den Formel 3, das ist der Open Wheeler, ja genau. Nächster Season kommen. Ja, okay, ist ja kein Thema. Ja, das geht noch. Das haben wir teilweise schon schlimmer gesehen. Mike Bugler auf der 9 im Zweikampf hinter Benjamin King, hinterm Briten. Hey Martin, guten Abend, grüß dich. Ja, wirklich ist auch nicht langsam hier auf der 13. Sehr schön, gefällt mir. Muss, Martin, muss. Alles im Lot soweit. Breuer, grüß dich. Fastest Lap von Jan Drexler, gefahren vom Leader 58697. Max Lorenz P2, Moritz Pützer auf der 3, Robin Meyer auf der 4, Michael Pilcher auf 5. Also das ist eine sehr, sehr heftige Präsenz des McLaren, oder? Da vorne. Hier Meyer P6, Philipp Thoma auf 7. Da macht jetzt Alvin Bussian Platz, das ist die Überrundungssituation. Schön gemacht von Alvin. Benjamin King auf 8, Mike Bugler auf 9, Robin Volland auf der 10. Jeff Ewerts auf 11, Jonas Zeus auf 12, Matthias Weckl auf 13, Alexander Grote auf der 14, Christopher Schmidt dahinter auf P15. Auf geht's, Christopher, Attacke. Stefan Mons auf P6, bin gespannt, wann der Teamkollege von Christopher Schmidt hier, der Christian Lautenbach, wieder am Start ist. Hat wahrscheinlich immer noch das Thema mit seiner Ferse, hatte der ja Ferse gebrochen, beziehungsweise angebrochen, also war ja auch eine ganz ekelhafte Situation. Bastian Holter 17, Vladi auf 18, Ricky Krebs auf 19, Bert Pasta, grüß dich, morgen. René Brey auf der 20, Gerd Binder 21, Alexander Rütz auf 22, Danny Anwand 23, Patrick Schröter auf der 24, Peter Lindner 25, Tobias Martini auf der 26, André Schwarz 27 und ihr seht, wie dicht die zusammen sind, absolut geil. Remo Kipfer P28, Detlef Kipp 29, Markus Blumentrat auf 30, P31 für Michi Hirici, Wechsel um P26, André Schwarz vorbei an Tobias Martini, der hat die Spoon-Kurve da im Ausgang nicht wirklich toll erwischt scheinbar. Dann haben wir Bobby Paceman auf 32, Ramon Wagner auf der 33, AK Tapion, Jens Alusa 34, Alvin Bussian wieder in... Der macht da Platz. Nee, der macht da nicht nur Platz, der... Okay, ich hoffe mal, dass er wirklich nur Platz gemacht hat. Da hat es gescheppert. Da hat es gerumst. André Schwarz, Jens Alusa. Nee, da hat...
Okay, da haben sie vorne dran, haben sich ein bisschen angelehnt, hier rund um Tobias Martini. Aber da waren die gelben Flaggen draußen, weil die so dermaßen runter sind von der Pace. Weil da gelbe Flaggen geschwenkt worden sind durch das Befinden des Alvin Busjan dort in der 130R. Aber ihr seht, die Boxeneingangssituation erneut genutzt vom Alvin. Also irgendwas passte da hinten und vorne überhaupt nicht. Vielleicht ist er auch ohne Force Feedback unterwegs gewesen, dass er deswegen nochmal in die Box reingefahren ist. Wäre denkbar. Michael Weber, grüß dich. Morgen. Thorsten, einen wunderschönen guten Abend. Der Thorsten von Acht ist in der Hausmann. Schön euch zu lesen. In zwei Wochen sitze ich wieder im AMG. Okay. Freue ich mich drauf, Bad Buster. Nein, das ist der... Ganz leichte, richtig gut gemacht von Robin Volland. Er setzt zurück, er fährt nicht nach vorne, weil er so Adrenalin kickt rein, Nervosität hier aus. Ja, nee, hat er gut gemacht. Verliert zwar unglaublich viele Positionen, aber das war auf jeden Fall jetzt nicht ein Thema, kombiniert mit Unsafe Rejoin, wie wir es kennen normalerweise. Fällt zurück auf P27, der Robin Volland. Hat er, glaube ich, ganz leicht den Teamkollegen im Heckbereich touchiert. Deswegen die Hinterachse auch verloren. Und jetzt einmal die Jagd durchs Feld hinterher gestartet gedanklich. Max Lorenz bleibt dran am Leader, an Jan Drexler. Du hast dein ACC eingemottet, habe einfach keine Zeit mehr zum Racen. Martin, es gibt solche Situationen. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Also ich, wie gesagt, Henschel, ich freue mich unglaublich drauf, bei der WES da jetzt mit am Start zu sein und dann dementsprechend an Watkins Glen mein Debüt für dieses Jahr, für die Saison zu geben. Und ich werde maximal ein oder zwei Races moderieren für die WES, den Rest werde ich selber mitfahren. Also ich habe echt Bock drauf. Und vor allen Dingen auch mit Mirko Hake zusammen hier mit unserem Smods, das ist eine coole Socke, das ist schon, das macht Fets, da habe ich Bock drauf. Jobbedingt. Ja gut, Martin, klar, logisch, ne? Job geht vor. Twitch kaputt, no alerts bei Abo-Verlängerung. Hä? Geht mir die Werbung auf den Sack, gleich mein Abo. Ey, du musst auf den Teilen-Knopf drücken, Thorsten. Wenn du auf den Teilen-Knopf nicht drauf drückst, dann ist das normal, dass du keine... Dann kommt kein Alert. Das ist normal. Wie ist es denn gelaufen für euch, Henschel? Ey, aber Max, lass dir noch ein bisschen Zeit, bitte. Ne? Wir haben hier noch eine Stunde 19 zu gehen. Also du musst jetzt nicht gleich Attacke machen gegen Jan Drexel. Bitte, danke. Also was natürlich sein kann, Thorsten, ist, ja, es kann passieren, dass der Bot, das hat aber nichts mit Twitch zu tun, dass der Bot mal irgendwie so ein bisschen... Ah, guck mal hier, da geht's doch. Dankeschön, Thorsten, für deinen Prime Sub. Willkommen zurück im 15. Monat, mein Lieber. Dankeschön. Fünf Regeln. Das kann passieren, ja. Das kann passieren. Leichte Kampfspuren an der Heckpartie des Porsche, pilotiert von Matthias Wegge zu sehen. Also da fehlt schon ordentlich Lack. Vor allem, was ich überhaupt nicht verstehe, wie kann denn bitteschön so viel Lack an einem Heckflügel flöten gehen? Wie geht denn das? Kommen da etwaige Mückenschwärme und picken da das Zeug ab, oder was? Alexander Grote auf 13, Christopher Schmidt 14, sehr schön. Also egal wo, überall im Feld, ganz enge Kisten hier. Remo Kipfer, 2, 3, 4 Zehntelchen hinter Peter Lindner. Die beiden Ferraris zusammen. 15 Monate, Thorsten. Vielen, vielen lieben Dank nochmal, mein Lieber. Ja, Grote ist gut mit dabei, hier mit P13 aktuell. Grüß Sie. Man kann auf jeden Fall happy sein. Sehr schön, Max Florenz hat mich, glaube ich, gehört. Der hat mich auf dem Ohr, der wartet noch einen Moment. Patrick Schröter auf der 23 hinter Danny Anwand. Scheiße, der Alvin steht in der Box. Also da ist irgendwas, ist da im Argen bei Alvin Busjan. Das sieht total weird aus. Nee, Nissan haben wir nicht dabei, Ingo. Muss ich dich leider enttäuschen. Die Wahl auf den Nissan ist da nicht gefallen seitens der Fahrer hier im Hovesim Racing Kader. P20, keine DT, keine Strafe, nur ein taktischer Fehler. Haben wir 20 Liter zu wenig getankt. Okay. Aber das Feld war doch gar nicht so klein gewesen, Henschel. Insofern, P20 ist doch gar nicht so schlecht. Schönes Duell hier. Danny Brian Porsche mit involviert auf der 19.
Kurz mal reingehängt in den Porsche zum René. René, René, René! Attacke! Sehr schön. Ja, die Hove ist schon sehr, sehr stark unterwegs. Ne? Also vom Teilnehmerfeld, Thomas, das muss man auch teilweise wirklich neidlos anerkennen. Also ist definitiv kein Ligabetrieb mehr, wo man sagen kann, naja, also ganz ohne Training, ne? Also ich sag mal für den Otto normal, ne? Es gibt natürlich auch die Kaputten, die machen das. Ich gehe raus hier an Robin Volland als Beispiel. Aber ganz ohne Training, nee, würde ich. Also ich persönlich nicht. Ich würde es nicht empfehlen, hier an den Start zu gehen, ganz ohne Training. Rein in den Hilfe zu Ricky Krebs. Cemkas, bist du jetzt am Wochenende am Racen oder hast du jetzt wirklich Wochenende, Wochenende? Das waren auf jeden Fall mehr wie 4 Gangwechsel durch die S's hier in Suzuka. Musste sogar ins B2 die 2 Wochen Training so gut es geht nutzen, um im vorderen Mittelfeld. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, ja. Oh. Oh. Nein! Jetzt. Ah, Mann! Der war doch. Der war doch gar nicht nebendran, hinten, neben. Aber das ist normal. Ne? Also in ACC geht mir persönlich auch ganz, ganz häufig so. Du erschrickst im Rückspiegel, weil du das Gefühl hast, der brezelt dir einfach so dermaßen gleich in die Kandare, dass du da instinktiv die Lenkung aufmachst. Aber Ricky hat jetzt da nicht schamlos das Thema ausgenutzt und da durchgezogen, sondern er hat da dem Fladi signalisiert, bleib vor mir, das war eine enge Kiste. Ich überhole dich ein anderes Mal. Holst du die AC2? Der Plan ist ja, Martin, der Plan ist ja. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist Le Mans Ultimate, das habe ich mir nicht geholt. Mein Bruder hat es sich geholt, ich habe es von meinem Bruder habe ich es testen können. Ich habe davor aber auch einfach so ein bisschen was gesehen oder Rezensionen gelesen und etc. Also das, was ich bis dato gesehen habe, hat mir nicht wirklich gefallen. Hat sich dann auch leider Gottes bestätigt. Es gibt so 2, 3 Situationen, die mir halt gar nicht gefallen. Also ich finde die Grafik zum Beispiel, die Grafik ist für mich zu comic-lastig. Ist so, ja. Vom Fahrgefühl her, vom Feedback und so, ich weiß nicht. Es fühlt sich einfach nicht, naja, ist egal. Es ist im Early Access, es ist in der Entwicklung. Potenzial ist da, ganz klar. Aber AC2 bin ich richtig gespannt. Also da bin ich wirklich gespannt. Wobei ich jetzt nicht hergehe, wie in der Vergangenheit, bezogen auf das Thema Rennsport. Da habe ich relativ viel Hoffnung reingelegt, wurde dann gnadenlos enttäuscht. Das mache ich nicht mehr. Ne? Also ich bin relativ gelassen und sehe der Sache da relativ human entgegen und sage, na ganz klar, überzeugen durch selber fahren, durch selber probieren und so. Und wenn es nicht ist, mein Gott, dann gibst du es zurück. Ne? Ist so. Robin Volland, P27, jetzt aber dran an Remo Kipfer. Ja, jetzt muss er warten. So viel langsamer ist der Remo Kipfer gar nicht. Nein, Quatsch, 59 tief fährt man da vorne an der Spitze. Im Renntrim. 18 Minuten haben die Räder auch schon wieder auf dem Buckel. Du bist doch auch früher, bist du auch relativ häufig, Thomas, der den Nissan gefahren, ne? Das war zu spät vom Schweizer. Das ist der Fehler, auf den ein Robin Volland gewartet hat. Das hat jetzt auch gut gelöst, der Remo.
hat hier Robin Vorland passieren lassen, ist ihm da nicht vor die Kandare gezogen. Benjamin King, der Fehler auch bei Jan Drexler im Bereich der SS. Oh, da hat er zu viel gewollt. Da hat er zu viel gewollt hinter Max Florenz. Da hat sich der Max wahrscheinlich für T1 vorbeigebremst oder vorbeigearbeitet. Und Jan Drexler wollte da vielleicht kontern, hat dann die Karre verloren und fällt zurück an P4. Drexler jetzt nunmehr auf der 4. Moritz Bierzer 2, Robin Meyer 3, Max Florenz auf der 1. Und jetzt müsste der eigentlich da vorne wegpinnen. Alles was geht, zünden. Wen haben wir gesehen in T1? Wer hat da außen gestanden? Wer war das? Hab schon wieder vergessen, Mensch. Drexler war in den SS. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, Thorsten. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Auf geht's, Alex, komm. Ist im letzten Umlauf 2 Zehntel schneller gewesen, wie vorhin Matthias Weggel. Nee, Access ist die Erlaubnis. Ja, das habe ich ja eben erklärt und habe ich ja auch eben gezeigt, Henschel. Der hat das Auto verloren hinter Max Florenz in den SS und ist rechts mal kurz in der Wiese gewesen und musste dann wieder Fahrt aufnehmen und deswegen ist jetzt auf P4 unterwegs. Benjamin King, Dankeschön, Matthias. Michael Weber, genau, Dankeschön. Der Benjamin King war gewesen in T1, draußen gestanden mal kurz in dieser Art Steilkurve. Wir fahren jetzt gerade schon wieder rauf zu. Das ist schon wieder die Straight, Start und Zielgerade. Nach vorne dieser Doppelrechtsknick, ne, T1. Wenn du da die Hinterachse verlierst, dann haut's dir da den Koffer mal nach links raus. Und das ist eben gerade in der letzten Runde dem Benjamin King passiert. Ach so, ja gut, wenn du natürlich auf der Nougat-Press hängst, ist klar, dass du da nichts mitbekommst, oder? Hast du kein Wireless-Headset? Nein, hör mal auf. Alles gut, kein Thema. Deswegen habe ich es nochmal erklärt. Genau, Klo immer vorm Rennen. Ja. Nee, alles easy, wir sind alles nur Menschen. Oh, harte Bandagen hier zwischen Christopher Schmidt und Alexander Krote. Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Das kann passieren, Ingo, und zwar immer dann, wenn die Sonneneinstrahlung relativ kacke ist. Also sprich, der Winkel relativ niedrig ist, dann fehlt dir da so ein bisschen der Schattenwurf als solches. Und wenn dieser Schatten, speziell jetzt, achte mal drauf, jetzt gleich kommt's. Jetzt, siehst du das? Jetzt haben wir das Gefühl, dass hinten links der Reifen über den Asphalt drüber schwebt. Das hängt mit der Sonneneinstrahlung zusammen. Wenn es jetzt andere Tageszeit wäre, die Sonne deutlich höher stehen würde, dann würden wir das nicht so optisch wahrnehmen. Das war aber am Anfang, wo ACC rausgekommen ist, war das viel schlimmer. Das war viel, viel schlimmer. Markus Blumentrat, P28 im Zweikampf gegen Patrick Schröter. Nein, Robin! Alter, hat er nicht gemacht. Robin Volland hier mit dem Abflug in der 130R. Aua, aua, aua. Oh, Robin, Digga. Na, scheinbar doch der Schaden zu groß am Auto bei Robin Volland. Hä? Wir haben 2 Piloten verloren. Wer ist denn da weg? Der Alvin, okay, der Alvin hat abgestellt, das war, das ist okay, das ist abzusehen gewesen. Alvin nicht mehr am Start, nicht mehr auf dem, der André Schwarz auch nicht mehr. Schade. Also, Alvin Busjan, André Schwarz, diese beiden Piloten nicht mehr mit am Racen. Wieso der André, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und Alvin haben wir es gesehen.
Volland. Das ist kein Aston, Ingo. Das ist ein McLaren, den der Robin Volland fährt. Das ist kein Aston Martin. Aston Martin haben wir hier als Beispiel bei Vladi H. Der sitzt in einem Aston Martin. Ja, genau, richtig, Martin, ja. Anfangszeit ACC waren die Autos wirklich up into the air unterwegs, so ungefähr. Robin Meyer auf der 3 heftet sich da dran oder ist immer noch angeheftet an, gedanklich, Moritz Pirzer an P2. Auf geht's, Alex. Komm, Attacke! Oh, Patrick Schröter, Kontaktmitteilung, P28 für Patrick Schröter. Sehe ich dann einen Frontschaden? Oh, scheiße. Wie macht die Motorhaube, Freunde? Fritt, fritt bei Patrick Schröter. Schade. Patrick auf der 28 unterwegs jetzt. Ramon Wagner auf der 27, AK Tapion. Also ich denke, wir kriegen das gefixt zum nächsten Mal, dass der Kollege da richtig angezeigt wird. Tobias Martini kommt reingefahren. Boxeneingang genutzt hier. Da kommt er. Der sieht auch böse havariert aus. Der Ferrari mit der Startnummer 217. Icebreaker TV, vielen Dank für den Follow. Thanks for following. Good evening, nice to get you. Welcome to my stream. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Kommt gleich, finde ich, wahrscheinlich wieder die Info oder die Aussage. Ey, kannst du Deutsch mit Babble Bub? Ich verstehe schon so, oder? Ja, kriegen wir hin. Geil. Geile Kamera. Christopher Schmidt auf der 12. Wo ist eigentlich der Leon heute Abend wieder? Mein Mod. Beim echten Racing, meinst du, Martin? Oh, weiß ich nicht. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Weil, ich hab's ja schon, gefühlt 100.000 Mal erzählt. Mir fehlt die Interaktion mit euch, Martin. Weißt du, wie ich meine? Ich gucke ja dann in eine Kamera womöglich rein, ne? In eine Mattscheibe und ich sehe ja gar nicht, mit wem ich babbel. Also dieses Interaktive mit euch gemeinsam, mit der Community, mit dem Zuschauer, ja? Explizit dem Zuschauer, ja? Das habe ich ja da gar nicht. Da ist ja auch gar keine Zeit für, weißt du? Und dann ist ja auch im Real Life, stell mal so, du kriegst ja vorgesagt, mehr oder weniger, was du wie wo sagen darfst und was nicht, ne? Ich meine, klar, aus Publicity-Gründen, beziehungsweise rechtlichen Management-Themen und sowas, ne? Aber, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass ich so bleiben könne, wie ich womöglich bin, ne? So von meiner Art und Weise her oder von meiner Art und Weise, wie ich die Rennen moderiere in der Form, das wäre, glaube ich, undenkbar. Mit dir würde ich wieder von Sky zu RTL wechseln. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ja, ich glaube, da wird der Formel 1-Zirkus nicht mitspielen. dafür bin ich dann doch ein bisschen zu günstig. Ja, genau, was ist RTL? Robin, grüß dich, mein Lieber. Ich muss abstellen. Ja, alles gut. Hat's dir da was zerrissen oder was von der Peripherie, Robin? Nee. Also, es sah auf jeden Fall sehr, sehr strange aus. Deine Nummer, Robin, da. Du kannst auf dem Server bleiben, Robin, wie du willst. Du kannst aber auch runtergehen, das ist kein Problem. Also das entscheidest du, wie du gerade Lust und Laune hast, gell? Da habe ich gar keine Schmerzen mit. Schöner D-Zug hier. Richtig, richtig toll. Ein Binderbrei. Ein Rützking. Alle sind sehr involviert, oder? Die Kollegen. Wie, du bist krank. Reaktionszeit, Konzentration ist dementsprechend. Dachte, ich versuch's. Alles gut, Robin. Gesundheit geht vor. Weiß ja, wie es ist, ne? Job, Family, Gesundheit, Weihnachtsmärkte. Bottich! Glühwein saufen! Das sind alles Themen, das geht vor. Ganz klar. Das ist halt so. Aber schön trotzdem, dass es funktioniert. Dass du es probiert hast, Robin. Gute Besserung, mein Lieber. Take it easy. Mach dir keinen Kopf. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass du mal gesagt hast, Suzuka ist eh nicht so dein Steckenpferd. Alter, was wandert der Schmidt, ey? Hier müsste man drauf aufpassen. Ne? Es gibt viele Fahrer rechts, bevor die das Auto umsetzen, also nach links einlenken, auf der rechten Seite, dann berühren die so minimalistisch die Grasnarbe und da ist eine ganz kleine Welle drin.
Das machst du gefühlt 90 Minuten am Stück. Jede Runde danach kannst du deine vierten neu beantragen, weil es hier dermaßen, dieser Bump, der dann da ins Auto, ins Lenkrad reingeht, ne, und bei dir in die Birne, der ist so heftig. Also, da weißt du Bescheid, ne? Wenn 32, heb auf, neu, Klavierspiel. Ja. Robin, vielen, vielen Dank, mein Lieber, für dein Prime Resub. Willkommen zurück im 28. Dankeschön. Normalerweise ist das jetzt die Möglichkeit für Markus Blumenrad. Der wird den Aero-Nachteil, jawohl, hat er auch ausnutzen können. Von Patrick Schröter geht er vorbei für T1. 28. Position für Markus Blumenrad. Bobby Paceman ist dahinter. Okay, Robin ist jetzt vom Server runter, alles gut. Hat ja die Erlaubnis gehabt, insofern passt das. Sehr schön, Alexander Grote lässt sich ja auch nicht abschütteln. Hinter Christopher Schmidt, vor Stefan Mons. Der folgt da auch. Getreu. Max Florenz, 4 Sekunden nach vorne weg. 4 Sekunden. Binder ist auf 19, ja. Nee, hier in Suzuka läuft es nicht ganz so, scheinbar. Normalerweise ist Gerd Binder einer, der immer ganz gerne mal für die Top 10 da gut zu haben ist, definitiv. Aber hier in Suzuka tut er sich irgendwie ein bisschen schwerer wie sonst, das ist korrekt. Hier mit Vladi H. am Steuer, meinst du, der ist Martin? Ja, das ist nicht verkehrt. Also der Vladi macht bis dato echt einen coolen Job. Das stimmt. Axel, grüß dich. Guten Morgen, mein Lieber. Ah, jetzt ist er vorbei. Benjamin King an Alexander Rötz. Das heißt, DOD Racing auf P21. Jetzt gelistet vor Danny Anwand. Schauen wir mal, ob der Danny da auch gleich Anstalten macht, vorbeizugehen an Alexander Rötz. Ach so, Entschuldigung. Ja, du hast ja... Ich kann es dir nicht erklären, aber ich verbinde Max Florenz nie mit einem Aston Martin. Der ist letzte Saison, ist der was anders gefahren. Da ist der kein Aston Martin gefahren. Und warum auch immer, Max Florenz, frei getreu dem Motto, egal was der für einen Koffer unterm Hinter hat, der ist mit allem scheiße schnell. Deswegen habe ich den so als Aston Martin Pilot überhaupt nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht. Ist halt einfach der Max Florenz, weißt du, wie ich meine? Ja, der schreibt, der schraubt aber auch übertrieben geile Setups dahin, gell? Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also er scheint hier wirklich ein Händchen zu haben für den Aston Martin. Lol, lol. Vielen Dank für den Follow, wunderschönen Abend. Grüß dich, morgen. Den Binder. Ja gut, dazu muss er halt aufs Podium. Wir haben das ja bei der Hofe Sim Racing, ist es ja so geregelt. Man möchte natürlich auch da nicht exorbitant lange dann noch nach der Rennsituation mit den Fahrern da im Voice und sowas verbringen im Stream, ne? Deswegen, wir haben immer, also jetzt heute Abend haben wir die Goldklasse, also sprich die grauen Startnummerntafeln, dort dann das Podest im Interview. Beim letzten Mal vor 14 Tagen haben wir die Platin-Podium gehört und das wechselt immer, ne? Thoma! Alexander Grote Boxeneinfahrt genutzt. Wo ist denn der? Ich bin doch bei Thoma drauf, Thomas. Achso, das war instinktiv von meinem Laberflash oder so. Habe ich da einfach schon draufgeschaltet. Ja, passt. Also aktuell ist eine Sekunde zwischen Pierre Meyer und Philipp Thoma. Dirk, grüß dich morgen. Wie, du bist in Spanien? Ehrlich? Dirk, bringst du mir was mit? Da siehst du? Das ist halt auch sowas. Weißt du, wie ich meine? Instinktiv. Ich habe da jetzt gar nicht aktiv drauf geachtet, da hinzuschalten. Weißt du, wie ich meine? Ich habe trotzdem hingeschaltet. Hat gepasst. Wunsch des Zuschauers bedient. Perfekt. Darf man mal Glück haben im Leben. Dirk, mein Lieber, wie geht's euch denn? Wie lange seid ihr in Spanien?
Ich glaube, ich brauche jetzt nicht fragen, ob ihr im Urlaub seid. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Außer du sagst es zu mir. Nee, Bloody, wir sind letztes Jahr ausgewandert nach Spanien. Wir bleiben jetzt hier mal für immer hier. Thorsten, ich wünsche dir was. Schönen Abend noch gewünscht, mein Lieber. Hau rein. Und nochmal fettes Merci fürs Einschalten, für dein Resub, Digga. Ja, manchmal hat man so ein bisschen, wie sag ich immer, so schöne Emorien, oder Thomas? Dankeschön, Thorsten, dankeschön. Seid ihr im Urlaub in Spanien, Dirk? Und wenn ja, wie lange noch? Was willst du denn haben? Ach so, weil ich gefragt habe, ob du mir was mitbringen kannst. Ja, spielt Spaß und Spannung, ja? Was zum Naschen wäre auch ganz geil. Ja. Du Depp, Überraschungseier gibt's doch hier in Deutschland. Die Preise in der Spanien mitbringen, du Zipfelklotscher. Hast aber wieder recht. Nee, Spaß beiseite. Wie lange seid ihr da, Dirk? Sehr geil. Seid ihr gefahren oder seid ihr geflogen? Also schön mit dem Flugzeug. Gefühlte Macht 3. 20.000 Meter Höhe. Wo andere schon Schnappatmung kriegen. Ja, wahrscheinlich Private Session Henschel, oder? Also, im Grunde muss der Philipp Thoma nur den Weg vorbeifinden an Pierre Meyer, weil er ist gerade deutlich schneller. Christopher Schmidt auf der 12. An die Fersen des Matthias Weckl vor ihm geheftet. Vladiha auf der 15. Gleiche Pace wie vor ihm Bastian Holter fährt da. Exakt gleiche Pace. 2.01.0. Gerd Binder auf der 18. 2.01.1 gefahren im letzten Durchgang. Ricky Krebs vor ihm ist eine 2.08 gefahren. Vladi! Voll über die Wiese! Was möchte ich? Ich möchte keinen heben, speziell keinen Sopressa. Das ist wahrscheinlich der kleinere Bruder von Espresso. Bitte, por favor. Nee, brauche ich nicht, Cito. Danke der Nachfrage. Creek 8 ist Medienagentur, Medienverlag, glaube ich. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Creek 8. Einer der Partner und Sponsoren, der Supporter von Hovism Racing. Film- und Medienagentur ist es, Ingo. Boxeneinfahrt, Vladiha, Philipp Thoma ist auch drin. Boxengasse ist aber eigentlich noch gar nicht geöffnet. Hä? Ich denke, wir haben 20 Minuten Boxenstoppfenster. Warte mal. Schalten wir mal kurz rüber aufs originale Overlay, da sehen wir es dann. Ja, doch, ja klar, logisch. Ah, ich bin ein Depp. Klar, 90 Minuten, also anderthalb Stunden. Pitwindow ist natürlich schon offen. 55. Minute aufgegangen, bleibt offen bis zur Minute 35. Verbleibende Renndistanz. Also ganz normal, Boxengasse ist offen. Deswegen haben wir hier auch jetzt Regenverkehr in der Box zu sehen. Alles easy. Medienagentur von Matthias. Ach, das ist ein Weglinski, seine eigene Company. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Siehst du, ich lerne nie aus. Genau. Und das sind speziell diese Situationen, diese Momente. Das sind Situationen. Jetzt überlegt mal, ich wäre im Fernsehen. Würde ich ja nie mitkriegen. Würde mir ja kein Mensch erzählen können, oder? Oder wenn dann erst im Nachgang, wenn es viel zu spät ist. Ah, deswegen hat er auch so diese perfekte Stimme. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox. Zwei Waschbocken in St. Augustin. Zweimal in St. Augustin vertreten. Jawohl, wunderbar. Ja. Oh, und danach hat er sich direkt mal die Klammer wieder vom Sack gezerrt. Wunderbar, perfekt. Man muss natürlich auch ein bisschen improvisieren können. Ist ja klar. Es muss ja perfekt rüberkommen, ne? Eingeschult und so. Und dann ist das in Ordnung. Sehr schön. Alexander Grote zurück. Zwei Boxenaufenthalte.
Hat der eine DT gehabt oder was? Nein, der war das erste Mal drin. Alexander Grote hatte eine Durchfahrtsstrafe gehabt. In Runde 17 hat er die absolviert. Alexander Grote also zwei Boxenaufenthalte. Jetzt beim zweiten Mal regulären Stop absolviert. Auf der 30 geht's für Alexander Grote weiter. Für den einzigen Honda NSX. Schade, schade, schade. Aber da sieht man wieder, es geht unglaublich schnell, dass du hier dementsprechend ganz weit zurück. Für was bin ich angestellt, Kampfzwergerl? Für was bin ich angestellt? Für die stimmliche Imitation, meinst du? Oder für die Tendenz oder beziehungsweise das Phänomen, dass ich in der Lage bin, etwaigen Bluna-Gehalt on top zu setzen, der eigentlich total unabdenkbar denkbar wäre. Kann natürlich auch sein. Macht echt coole Werbefilme, kann ich nur empfehlen. Schönes Ding. Ja, der Trailer ist ja auch vom Matthias selber gebaut, ne? Also hier, der Hof ist im Racing-Trailer. Der ist ja auch richtig schnieke, also Chapeau. Will nicht wissen, wie viele Stunden der da rein investiert hat. Wenn ich kommt der morgen um die Ecke und sagt, ist kein Problem. War eine Sache von 30 Minuten. Ich hab da ein bisschen was zusammengeschnippelt. Renne in den Vertikutierer und dann Attacke. Basti Holter in der Box, Benjamin King in der Box. Wo ist der Ricky? Ricky bleibt draußen. Der wird gleich zwei Positionen gewinnen. Schwupps. Ah, nee, warte mal. Basti Holter. Bleib innen, Basti. Alter Verwalter. B-Zeitung hat nicht mehr dazwischen gepasst, aber der hat die nahe. Jetzt lass ihn fahren, weil du hast kalte Räder. Perfekt. Er hat's probiert. Und das war wichtig. Er hat es probiert, Freunde. Ne? Das sind alles Racer. Machen wir uns nichts vor. Keiner geht daher und sagt, naja, also komm jetzt hier. Ne? Abflug von Remo Kipfer. Abflug, das ist Spoon-Ecke, wenn ich es richtig erkenne. Oh. Ja, Klassiker. Die Doppel links bergab aus der Fahrersicht. Da ist abgeflogen. Hinterachse verloren, der Remo Kipfer. Der Schweizer, ein 14er Pfeffer. Auf der 19 sortiert er sich wieder ein. Das ist P32, jetzt zu seiner Rechten aus unserer Perspektive, jetzt zu seiner Linken. Backmarker-Situation, Vladiha bleibt weiterhin dran, ein Bastian Holter. V4 Roxo, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Auch Christopher Schmidt lässt hinter Matthias Weggel nicht ab. Gefällt mir. Habe auch schon was von ihm machen lassen, okay. Als Synchronsprecher? Ja, genau. Genau. Ja, manchmal kommen doch echt relativ komische Töne aus meinem Mund, das ist wohl richtig, ja. Stefan Mons jetzt beim Pitstop drin. Knappe 49 Minuten noch. Wir gehen steil in Richtung Halbzeit. Es ist 10 Grad im Parcours. 1 Grad also wärmer geworden. Ich glaube, das kann man vernachlässigen. Mons mit der Boxenausfahrt. P23 für den Stefan. Hey, Bing Bong. Servus, mein Lieber. Benni, grüße dich. Schön, dass du da bist. Christopher Schmidt auf der 10. Benni, sehe ich dich am Samstag in einer Woche beim Endocup. 6 Stunden Nürburgring hier von Hovesim Racing. Richtiger Anime-Synchronsprecher. Ja, manchmal. Nicht immer. Boxeneinfahrt anvisiert von Christopher Schmidt. Warte mal, echt? Die Comicfigur, die ich synchronisieren sollte oder könnte, die müsste erst noch entwickelt werden, ehrlich. Stimmt, nächste Woche Donnerstag ist SRU, ja, du hast recht, ja. Stimmt. Detlef Keber auf der 28, ist aber auch schon Boxenstopp bereinigt unterwegs, der Detlef. Aber ansonsten bist du munter, Benni? Ja, doch. Ja. Paceman! Side by side gewesen zu Robin Meyer.
Robin hatte die dickere Eier. Nee, das war was anderes. Entschuldigung. Robin ist da vorbeigegangen an Bobby Paceman. Ist aber auch dementsprechend schon Boxenstopp bereinigt, der Robin Meyer. Bobby Paceman hat also da dementsprechend dann Platz gemacht, weil er gesagt hat, macht eh gar keinen Sinn, was soll ich einen Robin Meyer hinter mir halten? Ich muss eh noch den Pitstop machen, oder? White Flags für Pierre Meyer im Bereich der Spoon. Easy. Easy. Max Lorenz, über 6 Sekunden Vorsprung. Chapeau. Der fährt aber auch wie ein Schweizer Uhrwerk, der Bub, ne? Also das ist ja phänomenal. Wie sie jetzt alle so dieses Michelin-Männchen im Kopf haben, Martin, wahrscheinlich, oder? So nach dem Motto, drückst du auf den Bauch mal. Ja. Scheiße. So, Freunde, gleich wieder da. Ich muss ganz kurz mal das Näschen pudern, ey, weil sonst hier, ne, und so. Das Ding läuft schon wieder wie sonst der Hochzeitsschnee. Ich bin gleich wieder da. Matthias Wickel in der Box, René Brey ist drin, Peter Lindner ist drin, Michi Hirdici bleibt draußen, der Österreicher. P13, P12, P11 hat er inne. Roman Wagner dahinter auf der 12 übernommen. Ja, die stehen alle um die paar 30 Sekunden. Plus, dass man auch irgendwas zwischen, ja, ich sag mal ganz vorsichtig, 30, 31, 32, 33 Sekunden braucht man. Für die Boxendurchfahrung. Alusa ist drin. Matthias Wechsel. Wechsel. Matthias Wechsel Boxenausfahrt. Nee, das ist die Kombination aus Fahrer und Bestuhlung, Dirk, ne, muss man ganz klar dazu sagen. Nur weil der Aston und Martin im Nachnamen draufstehen, heißt es lange nicht, dass das Ding einfach geht wie Hölle, ne, muss es umsetzen können aus der fahrerischen Sicht betrachtet. Bastian Holt, dahinter Ricky Krebs, 2 Minuten 7 ist Ricky Krebs gefahren im letzten Durchgang. Christopher Schmidt wieder hinter Matthias Wegel. Also es ist genau die gleiche Konstellation, sie haben nicht zur gleichen Zeit den Pitstop getätigt. Nach Boxenstopp bereinigter Situation sind sie aber in genau gleicher Reihenfolge wie davor, wieder auf der Strecke am Fighten. Janis Zeus ist drin, Jeff Ewerts auch beim Pitstop drin, Gerd Binder. Pupp gleich vorbei auf die 7 nach vorne. Ja, das ist wahrscheinlich so eher die Kragenweite, die wir hier kennen bei Gerd Binder. Kiste fährt sich langweilig, aber den richtig schnell zu machen ist auch schwer. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, du musst aber auch so ein bisschen was. Also ich sag mal, wenn du sie in dieser Kategorie High Class wirklich vorne mitfahren willst, dann musst du aber auch wissen, wie du den schrauben solltest oder schrauben kannst, damit der einfach richtig, richtig angenehm wird. Bobby Paceman beim Pitstop drin, sowie Markus Blumendraht. Philipp Thoma also P12 unterwegs. Aktuell hätten wir auf der 1 Robin Meyer, wenn es um Boxenstopp bereinigt, das geht. Aktuell auf der 11. Also mit ein bisschen Abstand zueinander sind sie eigentlich gemeinsam unterwegs, die beiden Teamkollegen, Thoma und Robin Meyer. Also ich weiß nicht, was da gerade Phase ist, aber ich glaube, der Christopher Schmidt, der quält sich gerade einen halben Wolf, der findet keinen Weg vorbei an Matthias Wegel. Mein Eindruck.
Habt ihr jetzt mal kurz was anderes, also auf andere Liga-Format. Habt ihr die Situation gesehen in Brünn mit Tim Rösch? Der Bub ist 13 Jahre jung. Der ist in Brünn oder Brno, der ist den um die Ohren gefahren. Im Alter von 13 Jahren. Und jetzt mal kurz Real Talk, gell? Ist kein Witz, ist original so passiert. Der hat mich angeschrieben, der ist 13, der Bub. Der hat mich angeschrieben, hat gesagt, lieber Bloody, bist du coole Socke? Also das hat er nicht geschrieben, aber das habe ich mir gedacht, ja. Der hat mich angefragt, ob der mich verlinken darf, weil er jetzt seit neuestem einen YouTube-Kanal hat und macht danach VOD-Zusammenschnitte und lädt die hoch und fragte mich, ob er mich verlinken darf, ob das okay für mich sei. Nochmal, der ist 13, der Bub. Wie geil ist das denn? Also absolut geil, die Nummer. Benjamin King, 130R, kurz die weißen Flaggen draußen auch für Ricky Krebs gewesen. Alles gut. Gelbe Flaggen nur wegen der Boxen. Exit-Situation bei Mike Bugler. Auf der 10 geht's für den Mike weiter. Ey, Scooter! Guten Abend! Ey, finde ich mega, Smots, ohne Witz, finde ich richtig mega. Weißt du, jeder Zweite sagt einfach, pff, mir doch egal, weißt du, was ich meine? Und der setzt sich da hier und vor allen Dingen auch unglaublich förmlich, ne, wie er mich angeschrieben hat. Also fand ich schon sehr, sehr, chapeau, fand ich gut. Guter, wie geht's dir, mein Bub? Schön, dass du da bist, Mann. Jetzt ist Max Lorenz beim Pitstop drin. Wo ist Gerd Binder? Oh, ist der weit weg. Alter Verwalter, der fliegt gerade nach vorne auf die 130R. Kurz mal rein in den Koffer. Was haben wir? 260, fast. 260. Schöne Pace. 238 rechts am Körper verlassen. Bleibt er draußen? Ja. Ja. Lasst mich kurz hochrechnen, wir haben 39,5 verbleibend, das heißt knapp 4,5 Minuten noch, maximal noch zwei Runden, eher nur noch eine Runde, dann würde ich Gerd Binder auf jeden Fall dringend anraten, da die Box anzusteuern, viel Arbeit, wenig Lohn, noch weniger Freizeit, ja fühle ich es gut, da fühle ich, kenne ich, aber ansonsten geht's dir gut, Max Lorenz kommt zurück auf P2, Gerd Binder also die Spitze übernommen, auch wenn sie nicht lange andauern wird. Anhalten wird diese Führungsarbeit, die er da jetzt leistet. Trotzdem ein schönes Gefühl, wenn man da links runter in die Relatives guckt und sieht da einfach mal so kurz die 1 vor seinem Namen stehen. Das ist schon sehr nice. Christopher Schmidt jetzt aber fupp. Scheiße. Wollen wir wetten, er hat's probiert. Also entweder hat Matthias Weckl etwas zu früh gebremst und es ist Christopher Schmidt erschrocken oder Christopher Schmidt war einen Tick zu spät, musste dementsprechend ausweichen und hat wahrscheinlich absolut voll ins Voice reingebläht. Ah, ich hab mich verbremst! Und Matthias Weckl hat es Gott sei Dank gesehen, hat da die Tür aufgelassen, sodass Christopher Schmidt durchschießen konnte. Sauberes Manöver, direkt auch signalisiert. Oh, das war jetzt nicht so cool. Gibt die Position da wieder her gegen den Matthias Weckl und der Zweikampf kann fortgesetzt werden. Sehr schön, Scooter. Freut mich. Er macht auch einen großartigen Job heute, der Alexander Rütz. Heute Glasfaser geordert. Oh, sehr geil. Sehr geil. Ja, die Frage ist halt jetzt, Ingo, wird es denn auch noch Top 10 sein nach seinem Boxenstopp? Ja, jetzt kommt er rein. Perfekt. Also, genauso wie eben gerade mal kurz hochgerechnet. Genauso ist die Abfolge des Handling eines Gerd Binder. Aktuell das hier im Bild, die engste Situation im gesamten Feld. Bastian heute auf 17, jagt Ricky Krebs vor sich her. So kurz lupfen. Hat es gerade wieder geploppt? Oh.
Alter! Alter, zu weit durch die 130. Ja, aber genauso funktioniert's, Freunde. Genauso funktioniert's. Und jetzt. Pff. Offen lassen. Ah, jetzt ist der Vladi Hahn mit dem Essen. Warte noch mit von der Partie. Geh doch vom Gas. Esse. Okay, das war jetzt nicht ganz so cool. Auf der 22 sortiert er sich ein. Der wird jetzt rotzeheiße Räder haben. Sebastian Holter, zumindest für die nächsten paar Kurven. Warum hat er das nicht gemerkt? Naja. Schade. Wann ich Anschlusstermin bekomme. Also bei mir ist der Ausbau auch geplant. Es war eigentlich geplant, dass bis Ende letzten Jahres, aber das haben sie dann relativ schnell gecancelt, weil sie gesagt haben, nee, das schaffen wir überhaupt nicht. Fehlende Manpower schaffen wir gar nicht. Aber ich denke, dass dieses Jahr bei mir auch Glasfaser kommen wird. Ja, das war jetzt nicht ganz, wie gesagt, das war jetzt nicht ganz so schön. Der Contact selber, das war minimal. Das war wirklich minimal. iRace hat gesagt, das war Ghost Contact. Ja, schauen wir mal. Ne, bei mir sind sie noch im Ausbau voll drin, Scooter, ja. Muss nur ins Haus gelegt werden. Am 11.3. Martin, okay, schön, schön. Sehr schön. Also, Boxengasse ist jetzt geschlossen, ihr habt es gehört vom Spotter. 35 Minuten left. 35 Minuten noch zu fahren. Ja, ich denke, so um den Dreh wird es bei mir auch dauern, Henschel. Haben letztes Jahr damit begonnen. Dann schauen wir mal. Ja, für mich ist halt wichtig, dass die Leitung stabil läuft, ne? Dass die funktioniert. Ne? Ich brauche jetzt nicht irgendwie so eine 0815 Beta-Tester-Scheiße oder so ein Bums. Brauche ich nicht. Ne? Also wenn die Leitung nicht funktionieren sollte, dann sollen die ganz klassisch wieder zurückbauen. Ne? Ist mir dann egal. Das wissen die aber auch. Ich habe halt den riesen Vorteil, der Techniker von der Telekom in dem Fall, der den Ausbau hier betreut, ne, überwacht und auch managt und sowas. Das ist ein Kunde von mir. Also das ist richtig geil. Ja, deswegen bin ich da total tiefenentspannt. Deswegen, ich glaube nicht, dass da, selbst wenn da irgendwas in die Hose generiert oder was, dann muss der halt Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Okay, krass. Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, mir heißt es so schön, Martin, man muss auch mal Glück haben im Leben, ne? Muss ja nicht immer alles Kacker sein. Sich ab ohne Ende. Habt ihr gesehen? Unterschiedliche Linienwahl. Das war total suboptimal jetzt von Matthias Weggel. Der hat unglaublich viel Zeit und viel Schwung vor allen Dingen verloren für die letzte Schikane hier in Suzuka. Indirekt die Einladung jetzt kredenzt dem Christopher Schmidt für T1, die Doppel rechts. Hey, Scratchy! Grüß dich, Mensch. Wunderschönen guten Abend. Wir haben nur noch keinen Valencia. Ach so! Ja, das ist immer strange. Nee, das ist zum Glück ganz tiefenentspannt. Also die Vermieter haben das letztes Jahr schon angefragt. Und wenn dementsprechend hier genügend Parteien zustimmen, beziehungsweise der Ausbau eigentlich mal fertig ist, dann kriegen wir das Ding auch relativ schnell ins Haus rein. Ist nicht das Problem. Stretchy, wie geht's dir? Wieso können wir Glück haben, dass du da bist? Erzähl, erklär mich auf.
Benjamin King. Auf der 16, immer noch im Battle gegen Ricky Krebs. Schmidt, der Christopher ist jetzt auf der 11, vorbei an Matthias Wegel. Jetzt hat's funktioniert. Beziehungsweise war das eine Einladung. Jan Drexler. Drexler zieht sich ran an Robin Meyer, an P3. Geil, der Jan Drexler da rauskam, oder? Aus der Schikane. Robin Meyer, jetzt muss der irgendwie versuchen zu kontern. Nee, macht er nicht, steckt zurück. Bisschen früher gebremst. Jan Drexler ist auf der 3. Robin Meyer hat zurückgesteckt und zurückgezogen. Dauerhaft Spätschicht zurzeit. Okay. Morgen ist Schulung. Okay. Gut, solange am Ende des Tunnels Licht zu sehen ist, gedanklich squatchy, ist das in Ordnung. Welche Grafikkarte schnurrt? Du, eine ganz, ganz popelige 2070 Super OC. Jakob, das ist total lächerlich. Also wenn ich überlege, was da teilweise bei euch in den Aggregaten drin hängt, weißt du, wie ich meine? Da habe ich hier schon wieder Fred Feuerstein-Technik, weißt du, wie ich meine? Muss doch ankurbeln hier den Bums, weißt du, wie ich meine? Aber es ist trotzdem eine schöne Kredenz, ne? Weil sie immer sagen von wegen, oh, ich muss Mörderleistung brauchen wir da, weißt du, ich meine, dann komme ich hier mit meinem Amiga-Style um die Ecke und sage, ja, ich feuer da mit 8 Monitore, Qualität ist auch geil, weißt du, ich meine, und mache das Ding schon seit knapp 6 Jahren, ja. Ja, von mir ist 5. Mit dem Technikstand. Ja, 4. Warte mal, lass mich überlegen. Ich habe vor circa 6 Jahren angefangen, jawohl, generell mit der Streamerei, mit der Moderation. Dann habe ich jetzt diese Konstellation an Technik. Hier 4,5 Jahre vielleicht, ja. Ja, richtig, genau, Martin. Ja, gefühlt, ja, gefühlt. Ja, siehst du, so meine 2070... Langsam. Meine 2070 Super OC ist noch älter wie deine, Jakob. Noch älter. Aber es läuft. Läuft. Ich habe keinen Stress. Ich meine, ja gut, ich habe das Dual, also das zwei PCs, das Dual-System, das macht schon einiges wett. Ja, also ich kann einiges an Leistung damit kompensieren, ne? Was ein einzelner Rechner, wenn ihr dann auch live gehen wollt oder sowas oder streamen wollt, natürlich dann alles alleine machen muss, das ist bei mir halt getrennt. Ne? Tobias Martini, letzte Position, P32. Lass mich nochmal ganz kurz rechts durchscrollen. Wir haben, glaube ich, nur eine DT gehabt, ne, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Feld müsste komplett Boxenstopp bereinigt sein. Peter Lindner im Windschatten hinter Detlef Kebb. Ricky Krebs wieder vorbei an Benjamin King. Doch nicht. Benjamin King hat die Nase vorne. Lasst euch bitte Platz. Jetzt wieder Ricky Krebs. Detlef Kebb. Contact gehabt mit Peter Lindner. Nein. Gerade so mit Ach und Krach ist Bastian Holter da außen rumgekommen. Boah, enge Kiste. Eine Position gesnackt, vorbei an Peter Lindner. Der war da gerade am Strugglen. Wieder Benjamin King vorbei an Ricky Krebs. Schönes Ding. Hab mir vor 2 Wochen eine Asus, eine 4090 gegönnt. Sehr geil, Chris. Ja, was ich halt so krass finde, ist die Tatsache, dass es halt diese ganze Technik, die ist so unglaublich schnelllebig. Also das ist ja bei den Autos schon ganz krass, weißt du, so nach dem Motto, ja, hast du das Ding ein halbes Jahr, hast du schon hier, keine Ahnung, die Hälfte vom Wertverlust und so, ne? Oder gehst mit dem Ding aus dem Laden raus, ist schon gebraucht, weißt du, ich meine, ist nicht mehr neuwertig, ja? Und das ist halt auch bei den PCs mittlerweile so richtig übertrieben extrem, weil du kaufst das Ding, ja, bist mega happy, ja super, in 2 Jahren fängst du wieder an, ne, gedanklich. Weil es schon wieder exorbitant größere und bessere Sachen gibt. Die ist gut, Stecker, die ist gut, klar, warum nicht? Ja, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt damit, ein bisschen reinfuchst in die Geschichte und sagt, okay, wo habe ich denn womöglich noch
Leistungsreserven, wo muss ich denn vielleicht dem Bottleneck entgegenarbeiten und wirken, ja, dann ist das nicht das Problem, aber du musst dich halt auseinandersetzen damit. Das ist nicht damit getan, einfach auf Knopf zu drücken und zu sagen, ja, läuft. Ja, das ist definitiv nicht der Fall. Und ich glaube, ich kann davon sprechen und ich weiß, wovon ich rede, weil, wie gesagt, ich steuere hier 8 Monitore mit den beiden Systemen. Das ist parallel geschaltet, stellenweise. Also, ne? Da geht was. Du wirst auch deine Kiste updaten nächsten Monat, Jimcast. Was aus der Dreikant-Startkurbelaufnahme eine Vierkant-Startkurbelaufnahme, ja? Okay. Also dieses Jahr will ich definitiv nichts machen mehr in der Form an Technik, aber nächstes Jahr eventuell. Ich hätte ganz gerne einen Streamrechner. Also ich einfach noch ein bisschen Leistungsreserven habe. Aber schauen wir mal, wo die Reise hingeht. AM5 schreit schon, kauf mich, okay. Ja, gibt es, Michael, gibt es. Ja, solche Situationen kenne ich. Das ist genau. Was meinst du? Schönes Battle hier, Alexander Rötzke, Gerd Binder. Was meinst du, warum Elmar ist in der Vergangenheit auch immer teilweise ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen zu mir gekommen sind. Ey, Bloody, mein Stream läuft nicht mehr. OBS und so stürzt ab, weiß der Geier was. Ja klar, weil die einfach immer nur auf den Knopf gedrückt haben. Weil die sich nie damit auseinandergesetzt haben, nie beschäftigt haben. Schönes Ding. Side by side durch The Spoon. Vorteil Alexander Rütz. Und dann ist halt irgendwann Thema Speicher, Hintergrund, Prozessoren, also beziehungsweise Prozesse, das war alles vollgelaufen. Ich habe im Streamrechner einen 8.7er, also 8700 Intel. Ist, glaube ich, ein i5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne, Entschuldigung, easy. Doch, ist ein i5. Der muss ja nicht viel machen im ersten Moment, ne? Der muss ja nur ein bisschen capturen, ein bisschen rendern und raus mit dem Signal. Und im Gaming-System ist ein i9KF 9900 drin. Ja, guck mal hier, ein Ryzen 7 5800. Nee, gar nicht mal, Scratchy. Die Streamrechner sind sogar besser, wenn sie von AMD befeuert werden. Ist wirklich so, ist nachgewiesen. Die laufen ruhiger, beziehungsweise ist einfach ein bisschen mehr Prozessorleistung übrig. Auf geht's, Peter, komm. Riesenprozessoren, ey, da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ja, genau. Ein Philipp Thoma muss ich jetzt gegen Pierre Meyer erwehren, weil der Pierre mal richtig am Kabel zieht. Mal Premium-Chips machen, ja. Rutschen ist er. Divorium, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Genau, richtig. Und das ist diese Multithreading-Performance. Das ist das Thema, was du halt für die Streamerei wirklich brauchst. Oder beziehungsweise was einfach deutlich vorteilhafter ist, wie diese Single-Thread, also die Single-Core-Nutzung, wie es Intel macht. Das ist richtig, ja. Divorium, wie geht's dir?
Michel! Wunderschönen guten Abend. Michel, vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Willkommen zurück im zweiten, Mensch. Kuss geht raus, dankeschön. Schön, dich zu lesen. Max Florenz, 6,7 Sekunden nach vorne auf der 1. Moritz Birzer auf der 2, der hat auch richtig Bock. Jan Drechsel auf 3, muss 4 Sekunden noch zufahren. 21,5 Minuten hätte er noch. Robin Meyer auf der 4, Michael Pierschheim auf der 5, Philipp Thoma auf B6, Pierre Meyer auf 7. Hat im Duett unterwegs, die beiden. Johannes Zeus auf der 1. Es macht ja auch keinen Sinn, Cemkas. Sind wir realistisch, oder? Mit dem Single-Core nutzen. Mike Bugler auf der 9. Unser Nightmare 2K14 ist das. Jeff Ewert 10. Christopher Schmidt 11. Matthias Weckl 12. Stefan Mons auf der 13. René Breyer 14. Benjamin King 15. Ricky Krebs 16. Gerd Binder auf 17. Alexander Rütz auf 18. Vladimir auf 19. Detlef Keb auf 20. B21 für Bastian Holter. Peter Linden auf der 22. Danny Anwand 23. Alexander Grote auf 24. Ramon Wagner, Eke Tapion auf 25, P26 für Michi Hirci. Auf der 27 Markus Blumentrath. Remon wollte ich sagen. Remo Kipfer 28, Jens Alusa 29, Bobby Pace mit 30. Patrick Schröter 31, Tobias Martini auf der 32 unterwegs. Ich habe da gerade nur Labbel, Labbel, Gubbel, Gubbel gelesen, Ingo. Wie Scratchy? Mehr nicht? 13 Tage nur. 11 Stunden. Oh je. Oh, was war das denn? Hä? Wo ist Ricky Krebs hin? Nein, nein, was war das denn für ein ekelhafter Leck? Oh. Habt ihr das gesehen? Ricky Krebs ist in Gerd Binder reingeworbt in T1. Ist dann rausgesnatcht worden und hat Alex Rütz mitgerissen. Oh Mann, ey. Also da hat irgendjemand die Brille aufgehabt wahrscheinlich und hat gesagt, hey, beam me up, Scotty. Scheiße. Ja, Alexander Rütz. Ganz kurz mal nachgucken, ob der Damage am Auto hat. Ne, da sehe ich nichts. Frontpartie sieht auch gut aus, aber er muss jetzt halt defenden gegen Alexander Grote, ne? Also sein Namensvetter. Das war eine hässliche Nummer gerade, ey. Lecko mir unser Ärmel. War wahrscheinlich die Katze, die ist übers Internetkabel gelaufen, oder? Bei Ricky Krebs. Ach Gott, ey. Habe ich so in der Form noch nie gesehen. Also, dass die Autos mal warpen können in ACC, ja, das habe ich schon ein paar Mal gesehen oder gehabt, ja, miterlebt, womöglich. Aber dass es jetzt so extrem war, dass der komplett in dem anderen verschwunden ist für einen Moment und gefühlt eine Sekunde später wieder ausgespuckt ist, wurde, das... Oh, habe ich so noch nicht gesehen. Pierre, take it easy. Ich vermisse Kappi schon ein wenig. Du, wenn die Jobseite nicht mitspielt, Scratchy, was willst du machen, ne? Und Schoki am Mampfen die ganze Zeit, sehr schön. Das Wichtigste ist, Scratchy, dass du einfach, dass es dir noch Spaß macht. Dass du Bock hast, weißt du, wie ich meine? Und dann dementsprechend ganz, nee, kein Muffensausen haben, Cemkas. Kein Muffensausen. Alles gut. Einfach der Thematik stellen, ganz locker durch die Hose atmen. Nicht zu sehr under pressure setzen, unter Druck setzen, dann ist das kein Problem. Ich muss es auch im Hinterkopf behalten, ne? Weil wie gesagt, die Jungs haben mich vorgestern gefragt, ob ich 24er in iRacing mitfahren will, das Official im Mai. Ja gut, ne? Dann musst du natürlich auch auf der NOS mit Regen rechnen, potenziell, ne? Auch ich bin kein Meter Regen bis dato gefahren in iRacing, ja? Mal abgesehen davon, dass ja, wie ihr geschrieben habt, erst in 2 Wochen released wird. Also ich glaube, ganz vorsichtig sagen zu dürfen, der Max Florenz da vorne, Moritz Birzer, Jan Drechsler, das Thema passt. Das wird genau so über die Linie gehen wahrscheinlich in dieser Abfolge. Ich bin da absolut zwiegespalten, Martin. Ich freue mich wie Bolle drauf, definitiv. Aber ich weiß nicht, ich habe so ein ganz blödes Gefühl, dass es so eine halbe Katastrophe gibt dann. Weißt du, was ich meine?
Einfach überraschen lassen. Einfach überraschen lassen. Geröstete Haselnüsse, geröstete Mandeln und Rosinen. Ah, okay. Du musst sie einfach nur aus der Griffreichweite rausstellen, Squatchy. Dann geht's. Ja, aber dann müssten wir ja rein theoretisch, Jamkas, müssten wir dann so hier die britischen Strecken. Volleinschlag von Alexander Grote in der 130. Ja, das ist doch wahr. 16 Minuten vor Ende. Grote verliert den Stuhl, den Koffer. Massiver Frontschaden. Ich glaube, die Lenkung hat auch was abgekriegt. Warum fährst du nicht rein, Alex? Nee. Ganz leicht. Wenn ganz leicht, hat sie was abbekommen, die Lenkung. Ansonsten Aerodynamik vorne ist natürlich im Sack. Definitiv. Luftwiderstände wie ein CW-Wert, wie ein Hochhaus. Aber er will es probieren. Das ist okay. Auf der anderen Seite, es sind nur mehr noch 15 Minuten. Also ein weiterer Stopp in Form von Reparatur macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ich drücke ihm die Daumen. Einziger Honda NSX und eine Viertelstunde vor Schluss legt er sich ab. Du kriegst die Tür nicht zu, ey. Wie gesagt, ich freue mich mega, ja, definitiv. Ich freue mich mega, aber ich weiß nicht, ob sie es so umgesetzt kriegen, wie wir uns das vielleicht alle vorstellen oder wünschen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen... Ah, ich... Keine Ahnung. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Bammel kriege ich. Ja, der beißt richtig ins Lenkrad, Martin, definitiv. Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns überraschen. R5 und eine RX580. Du, eine RX580, Henschel, habe ich in meinem Stream-Rechner drin, weil ich brauche im Endeffekt nur Bild auf dem Monitor. Mehr muss die Grafikkarte nicht machen. Und du wolltest da über ein Triple Screen mitfahren? Katastrophe. Ja, das ist klar, dass du da nur 25 FPS hast. Hey, Dirk, mein Lieber. Grüß dich. Detonator, vielen, vielen lieben Dank, Dirk, für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Grüße euch. Der ist schneller, der Pierre Meyer. Der ist ein Ticken schneller. Aber an einem Philipp Thoma kommst du halt auch nicht mal ebenso spielerisch vorbei, ne? Griffelo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Abend. Ist ja noch schlimmer, Henschel. Ja, ACC ist ja trotzdem, ist ja und bleibt ja, ne? Ist lange nicht mehr so krass wie ganz früher, ja, so beziehungsweise zu Zeiten des Releases, zu Zeiten des Erscheinens, aber ist ja trotzdem immer noch ein sehr, sehr CPU-lastiger Engine, ne? Also ein bisschen was, ein bisschen Puls braucht der Koffer schon. Aber ich bin froh, dass er vorbei ist, Dirk. Ich bin froh, dass er rum ist heute. Arbeit war wieder so semi, ne? Heute. Aber gut. Morgen ist schon Freitag, mein Lieber, deswegen, wir gucken nach vorne. Je nachdem, wie es wird, Martin. Je nachdem. Also, ich sag mal ganz salopp so, Martin. Einfach abwarten. Wir müssen abwarten. Wir müssen noch ein bisschen Tee trinken bis dato. Wenn es dann raus ist, dann müssen wir es uns angucken. Genauso wie wir es jetzt auch hier im letzten Jahr mit Rennsport hatten, womöglich. Wie wir es jetzt dieses Jahr haben mit LMU, also mit Le Mans Ultimate.
Einfach abwarten, ne? Wir wissen, was wir an ACC haben, wir wissen, was ACC kann, wir wissen, was, wie die Systeme laufen, wie die Systeme funktionieren. Wir wissen, dass ACC auf jeden Fall kompetitiv ist und entweder schafft es AC2 anzuknüpfen an die Situation, das wäre natürlich so ultra geil, definitiv. Dann würde auch ein relativ großer Wechsel stattfinden, bin ich voll und ganz bei dir. Und wenn es es eben nicht schafft, ja, dann haben wir hoffentlich nicht so eine Klatsche wie jetzt bei Rennsport, ja, das nicht, aber, ne, dann wird es halt bei ACC bleiben, gedanklich. Im Kompetitiven, ja. Was für ein Ding? Free Bezel Kit kommen, okay. Du hast ein Major Incident bei HP am Laufen, okay. Nein, zu viel gewollt, zu wenig Asphalt übrig gewesen. Der Einschlag und Abflug von Pierre Meyer erneut in der 130R. Das ist auch eine ekelhafte Ecke. Also, Philipp Thoma wird jetzt wahrscheinlich durchatmen, wird sich denken, okay, und jetzt hat er definitiv abreißen lassen müssen, der Pierre Meyer. Jetzt ist nur die Frage, Jannis Zeus dahinter, ist 1,8 nur noch weg? Der wird Lunte wittern. Der wird Lunte wittern. Der Grieche auf der 7. Richtig, genau, Thomas, ja. Genau. Eigentlich ganz nice. Ich feiere selber kein Triple, ne, Thomas? Ich habe ja hier... Oh Mann, ey. Ja, gut. Ja, da machst du gar nichts, ne? Da machst du null. Kurz ins Auto mal reingeschaut. Lenkachse ist noch in der Reihe. Zwei Sekunden hinter Pierre Meyer wäre Mike Bugler. Knappe 10 Minuten, also ich sag, der geht da auch noch vorbei. Nee, 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 nee. Ich hab's nur jetzt nicht direkt im Anschluss erklärt, Thomas. Aber, das hast du mir ja Gott sei Dank abgenommen. Also dieser Free Bezel Kit ist die, das sind mehr oder weniger soll ich das erklären? Die machst du auf die Ränder der Monitore und dann hast du, wie es geschrieben hat, ein durchgehendes Bild im Triple Screen Format. Ja, weil jeder Zweite weiß, was Prismen sind, oder, Citro? Reflektoren, Linsen, so wie es der Thomas geschrieben hat, ist, glaube ich, ein bisschen leichter zum Verständnis. Ja, das stimmt, ja. Guck mal hier. Ultraschnell vorbei. Das hat jetzt keine anderthalb Minuten gedauert. Mike Bugler ist vorbei an Pierre Meyer auf 8. Wie bei Wackelbildern so ein Material, oder? Schlimmer, Henschel, schlimmer. Ewerts, der Jeff wäre jetzt 2 Sekunden hinter Pierre Meyer. Der wird auch vorbeigehen, ohne Probleme. Christopher Schmidt, der könnte auch vorbeigehen. Ja, ich fürchte auch, Martin, ja. Ich fürchte auch, dass es nicht bei P9 bleiben wird. Definitiv nicht. Nee, vergiss es. Die kommen da rangeflogen ohne Ende. Die komplette Balance, die komplette Stabilität ist gerade hinüber, gell? Beim Audi 8. Vorne links der Scheinwerfer flackert stellenweise. Bastian Holter, der Teamkollege von Meyer auf der 20. Wir haben den Dreikampf gegen Detlef Keep. Zwischen Holter, Lindner und Keep. Remo Kipfer, der 28 hinter Alexander Grote.
Ja, der wird auch gleich die Position verlieren. Der war nicht an der Box gewesen, Alex. Der hat durchgezogen. Aufregung, das sollte relativ spielerisch funktionieren. Vielleicht wartet er über die Straight auf T1, das kann auch sein. Ja, das passiert. Ewerts vorbei an Pierre Meyer. Er fährt jetzt auf der 9, Pierre auf 10. Christopher Schmidt auch in Schlagdistanz dran. Ja, und da ist er vorbei, oder? Der Bastian Holter. Am Peter Lindner. Sauber gemacht. Holter auf 19. Ja, auf jeden Fall, ey. Ich habe auch das Gefühl, die werden von Jahr zu Jahr werden die immer höher, Henschel. Immer. Ja, das ist ja übel. Oh, da geht er weit. Der Hove Sim Racing fehlt vor deinem Hintergrund. Naja. Der fährt jetzt gleich einfach vorbei. Mit Christopher Schmidt. Ganz spielerisch. Oh, der Michael. Ey, was ist da los? Herr Pirchan, was machen Sachen? Die letzten 5 Minuten, dann dreht nochmal am Rad oder was hier? Der Michael. Boah. Robin Meyer auf der 4 ist 2,06, also beziehungsweise 2 Minuten,6 gefahren. Michael Pirchan ist 2 Minuten,007 gefahren, also den Bond-Style gemacht. Ergo mal die 10,6 Zehntel nah. Dem Robin von Latz geknallt. Ist nur 7 Zehntel weg. Ich bin ja nicht auf dem Robin drauf, ich habe den Michael im Bild, Thomas. Ja, aber so schnell kann's gehen, ne? So schnell kann's gehen. Für den DB3 Motorsport-Piloten, ja. Eine kleine Unachtsamkeit und dann gleich mal abgestraft mit exorbitant vielen Positionsverlusten. Ach, der Michael soll Robin in Ruhe lassen. Okay, ich hab schon gedacht, ich soll da jetzt nicht irgendwie... Nicht, dass vielleicht noch der Streamerfluch zuschlägt oder so, ne? In den letzten paar Minuten. Ja, genau. Der Bugler Ewertsbrei. Ja. Wieso fährt denn der Remo nicht vorbei? Remo, du bist normalerweise eine Sekunde schneller. Nee, jetzt nimmt er die Pace vom Vordermann an. Das ist das, was ich immer predige und was ich immer verzähle, ne? Wenn du zu lange hinter dem Vordermann hinterherfährst und festhängst, du nimmst unbewusst die Pace des Vordermanns an. Jetzt die White Flags draußen für Patrick Schröter. Wo ist denn der Fladdy, der Bub? Hier, P17. Etwas mehr wie 2 Minuten noch. Das heißt, das ist die vorletzte Runde. Über Max Florenz. 11 Sekunden Vorsprung. Unglaublich. Unglaublich. Thank you.
dieser Honda bitte so extrem? Der ist doch total gedamaged im Frontbereich. Ja gut, jetzt, ja, jetzt ist, da war er jetzt viel zu weit weg, als dass er hier den Angriff platzieren hätte können. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Gerade raus, gerade raus. Jawohl. Wenn der Quersteher jetzt nicht gewesen wäre, hätte er sich jetzt sauber positionieren können. Er probiert es trotzdem. Ja, das reicht. Das reicht. Ja, schönes Ding. Kipfer vorbei an Alexander Grote. Der Schweizer jetzt auf der 27, Peter Linden auf 20. Bastian Holter vor ihm. Letzte Runde, Christopher Schmidt ist dran an Jeff Ewarts. Oh, jetzt muss ich der Jeff nochmal breit machen, aber richtig, das ist die letzte Runde, Freunde. Max Florenz, also noch einmal hier rum auf Suzuka. Jetzt viel enger fahren, der Jeff Ewarts. Ausgang dieser letzten Schikane. Oh, Matthias. Easy. Elf Grad. Henschel, 11 Grad. Außen, 11 Grad im Parcours. Also im Grunde haben wir in 90 Minuten Renndistanz haben wir 2 Grad plus gemacht. Ist auch mittlerweile 20 vor 8 am Morgen. 6 Uhr App ist immer gestartet. Also das passt. Allzu viel Zeit hat er nicht mehr, der Christopher Schmidt. Also wenn, dann sollte der Angriffsversuch jetzt demnächst kommen, erfolgen. Quersteher gehabt. Letzte Schikane für Max Florenz. Sauber die Hand geschnitten im Aston Martin. Montag regulär, Martin. Montag wieder im Race Room. Glückwunsch an Max Florenz zum Sieg. Dem Gesamtsieger Moritz Birzer. Gigi zu. Weißt du, du bist ein Blödfilm, mein lieber Moritz. Du bist heute Abend auf dem Podest, wo ich nicht das die Platin interviewe. Aber ist nicht schlimm. Kuss geht raus, mein Lieber. Jan Drexler, Glückwunsch zu P3. Robin Meyer wird Vierter. Bleibt vor Michael Pirchheim. Glückwunsch an Michael zu P5. Philipp Thoma wird Sechster. Auf der 7 dann der Grieche. Jonas Zeus, Glückwunsch dazu. Geile Pace, Mann. Kein Land gesehen für die Konkurrenz. Mole, grüß dich. Moin. Mole, wie geht's dir? Mike Bugler gewinnt in der Gold-Kategorie in Suzuka. Den Mike werden wir gleich hören. Jeff Ewarts, Glückwunsch zu P2. Und da hinten haut's den Christopher Schmidt nochmal. Der Schmidti! Ach Gott, nein, nein, nein. Christopher Schmidt verliert den Koffer im Ausgang dieser Schikane. Also, dass du hier einen Struggle hast, ja, aber dass du hier wirklich raus... Ich wegwirfst, das habe ich auch selten gesehen. Beta für Christopher Schmidt, Mann. P13 gesamt. Glückwunsch an den Jeff zu P2 in der Goldkategorie. Und es ist P3 geworden für René Brey. Gesamtposition 14. GG dazu. Schönes Ding. Nochmal quer um Eck rum in T1. Das heißt, Pierre Meyer P10, Matthias Wegel 11, Stefan Mons auf 12. Christopher Schmidt P13, Benjamin King auf 15, Gerd Binder P16, dann P4 in der Goldkategorie für Vladi H., Gesamtposition 17. Mole, wie geht's dir, Mann? Sehr schön, wunderbar. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Beim nächsten Mal dann halt ein paar Minuten früher. Nein, Hauptsache, du bist munter. Alles andere kriegen wir beim Bügeln, sagt der Schneider. Vladi H., P17, P4 in der Klasse, Detlef Kep 18. Bastian Holter 19. Peter Lindner 20. Danny Anwand 21. Alex Rütz 22. Ricky Krebs auf P23. Geile Nummer. So, heißt, ich gucke, dass wir geschwind die Highlights geladen bekommen. Falsches Logo, das muss weg. Ebenfalls Henschel, mach's gut, wünsch dir was.
die da drin? Juhu. Sind wir da schon drin, oder was? Gerne, Martin, nicht dafür. Danke dir. Ebenfalls schönen Abend gewünscht. Was habe ich jetzt gesagt? Wen brauchen wir? Kugler, Ewerts und Brei, richtig? Ja. Also, wenn die drei möchten, dürfen sie gerne zu mir ins Discord joinen zum Interview. Dann kriegen wir es auf jeden Fall gewuppt. Bin ganz tiefenentspannt. Wie gesagt, wird niemand gezwungen hier. Jakob, mach's gut. Wünsche dir was ebenfalls. Danke, dass du da warst. Was mach ich? Ja, alles gut, alles gut. Die müssen, glaube ich, sogar die Inlap fahren. Ah, guck mal, der Mike ist schon da. Sehr schön. Ey, Mike, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Guten Abend. Lang nicht mehr gehört, gleich wieder erkannt. Das stimmt. Schon ein bisschen her. Ja, ein bisschen ist gut, Mensch. Ey. Ich glaube, die 2 Jahre haben wir voll gemacht gefühlt, oder? Ja, das kann durchaus sein, ja. Hey, drin. Mhm. Ah, naja, sehr schön. Geiles Race heute Abend abgeliefert. Die Konkurrenz war wieder bärenstark unterwegs, aber es hat gereicht für P1. Wie zuversichtlich warst du vor im Rennabend hier Suzuka, ist das so dein Steckenpferd oder sagst du, ey, bloody, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn Suzuka der Boomster vorbei ist? Nee, tatsächlich, ich mag Suzuka sehr gerne. Echt? Mir macht Suzuka richtig Spaß, also muss okay. Halt das passende Auto sein. Im Lexus war es immer so, weiß ich nicht, aber so Ferrari oder Lambo oder sowas geht immer ganz gut klar. So, dass ich jetzt heute gewinne, so, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, ehrlich gesagt, aber dass ich hier ganz gut unterwegs bin, ja, das habe ich mir schon erwartet. Also, ich sag mal, Podium, da habe ich schon so mit geliebäugelt. Kann man so sagen. Okay. Und es war ja auch relativ knapp noch, ne? Also der Ewerts war jetzt nie weit weg. Nee, das war generell im gesamten Feld, war das immer eine ultra, ultra enge Kiste. Also frei nach dem Motto, ein kleiner Fehler und ratzfatz waren gleich mal 78 Positionen weg, ne? Oh ja. Haben wir ja auch zum Ende hin zweimal gesehen in fataler Form, ne? Die 2 Ausritte da in der 130R von der Konkurrenz und dann schwupps, ne? Warst du womöglich nicht mehr im Bereich der Top 10 am Start, ja. Ja, ja. Nee. Wie sehr hast du reinschwitzen müssen, vorbereitungstechnisch? Naja, vorbereitungstechnisch ging es tatsächlich eigentlich da. Dadurch, dass ich sogar schon öfters mal gefahren bin, Endos und so weiter, war ich da noch recht fit. Musste mich halt nur ein bisschen mit dem Ferrari ein bisschen einschießen. Aber ansonsten ging es, hatte nur einmal einen Fehler in T1, habe ich mich ein bisschen verbremst, kam ein bisschen quer, habe ich aber noch halbwegs retten können und ja, meinen Stop habe ich ein bisschen verhauen, weil ich irgendwie ein bisschen sehr schief stand. Aber ging ja noch alles ganz gut. Ja, du warst jetzt unwesentlich länger unterwegs. Also ich sag mal ganz vorsichtig, Pi mal Daumen 3,5 Sekunden, wenn überhaupt, die es länger gebraucht hat bei dir in dem Fall im Vergleich zur Konkurrenz. Ja. Also tiefenentspannt, ich glaube, das ist überschaubar gewesen, ja. Trotzdem, P8 Gesamtwertung. P1 in der Kategorie, also ordentlich Punkte mit nach Hause genommen. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, mein lieber Mike. Gut gemacht. Ich denke auch. Dankeschön. Nick Meyer ist gar nicht an den Start gegangen heute. Am heutigen Abend, das heißt, den hast du auf jeden Fall spielerisch überholt. Und den René Brei, der ist ja hinter dir jetzt. Komm, warte mal, lass mich kurz überlegen. 26 gibt es für P1. Der René Brei ist Dritter geworden. Nee, das reicht nicht ganz. Und 6 Punkte Differenz passt nicht ganz. Nee, ist egal. Aber auf jeden Fall rutscht. Ich wollte gerade sagen, du rutschst deutlich dichter ran an den René und die Saison hat ja noch ein paar Rennchen zu gehen. Vor der Nase, also ganz tief entspannt. Eben. Glückwunsch an dich, Mike. Zum Sieg. Danke. Alles richtig gemacht. Komm nachher gut zu liegen. Genieß die Eistonne nach Bedarf und lass dir munter gehen. Danke dir. Ebenso. Bis dann. Ciao. Der Jeff, wo ist der Jeff? Jeff, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Abend. Ja, ja, dann, ich hasse es, wenn du recht hast. Genau, Jeff, ja, ja. Ja, cooles Race. Wie sehr am Schwitzen warst du gewesen, Jeff? Oh, eigentlich nicht so viel. Also für mich war es easy. Ehrlich? Ja, nur Qualifying bin ich enttäuscht. Da hätte ich 0,5 schneller können, aber ich habe es einfach nicht auf die Strecke gebracht. Es gibt so Momente. Ja. Als wenn du manchmal nicht in der Lage bist, den Schalter umzulegen, ne? Mhm. Ja, ja. Nur im ersten Stint habe ich ein paar Mal in der 130R, wo da war es knapp, da bin ich fast abgeflogen. Aber sonst war eigentlich alles gut. Okay. Ja. Auch bei dir die Frage, wie viel Vorbereitung war nötig? Boah, ich habe diesmal ein bisschen mehr trainiert. Ich glaube, ich habe 130 Runden runter, so in den Dreh. 130 Runden? Ja. Alter, das geht aber auch nur, weil du Luxemburger bist, ey. Katastrophe. Nee, ist okay. Wir haben es ja im Stream auch thematisiert. Ne? Das ist wichtig. Also reinsetzen, du musst ohne Training, wirst du hier bei der Hove gnadenlos untergehen. Das geht einfach gar nicht mehr. Du musst wenigstens ein paar Meter gemacht haben, ein paar Runden abgespult haben und das zeigt halt auch das Niveau. Ne? Hier bei Hove Sim Racing, ja. Da wird halt ordentlich auf sich reingekniet und klar ist das immer ein tolles Gefühl, wenn du dann am Ende dementsprechend nach dem Rennen dann die Lorbeeren ernten durftest und konntest, ja. Zumal Suzuka, das ist, keine Ahnung, die ist so rutschig. Um da ein Setup zu finden, habe ich auch ewig gebraucht. Ja, ich glaube aber, die... Na, hier haben wir es gerade im Replay gesehen, da hat der Jonas Zeus hatte ich da so ein bisschen touchiert. Einmal ausgangs der letzten Schikane raus auf die Straight. Ja, ja. Da war ich recht. Ja, das glaube ich, ja, ja. Ja, aber das ist so, das war so ein Schmusi-Busi-Contact. Ja. Also da ist nicht wirklich viel passiert wahrscheinlich. Ja, ich wollte ihn da auch vorbeilassen. Er ist ja sowieso nicht meine Klasse gewesen. Vielleicht hätte er noch angreifen können, aber ja. Okay, ja, easy, easy. Ja, sehr schön. Aber was wir heute nicht hatten, war irgendwie nennenswert Überrundungsverkehr, ne? Das haben wir nicht gehabt, Jeff. Nee, nur ich habe 2 Stück überrundet, glaube ich, aber sonst war nix. Krass. Das ist eigentlich, ja. Da sieht man, wie eng das Feld ist. Ja, richtig, richtig. Und vor allen Dingen etwas mehr wie 30 Teilnehmer, also alles richtig gemacht am heutigen. Sehr schön. Jeff, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Glückwunsch zu P2, alles richtig gemacht, danke, auch danke. Bei dir. Und genieß das, nimm die Punkte mit, die sind wichtig. Blicken wir mal auf die nächste Rennsituation. Wir sind dann in 14 Tagen wieder zu Gast in Silverstone. Oh, da bin ich gespannt. Da könnte ich mir vorstellen, da wird es nass. Ah, das sage ich jede Woche, jedes Wochenende, wenn es passiert. Genau, richtig, ja. Wir drücken mal die Daumen, wir schauen, was passiert. Jeff, ich wünsche dir was, mein Lieber. Hau rein, schönen Abend gewünscht und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Ciao. René, wunderschönen guten Abend. Hallo, Bloody. René, Glückwunsch, P3 ist es geworden, overall P14 in Summe. Mit Porsche massivst am Kämpfen gewesen. Wir haben es im Stream-Chat auch mehrfach gelesen. Da wurde nachgefragt, wie sich die Konkurrenz womöglich schlägt mit dem Porsche. Es sei doch unglaublich, unglaublich rutschig. Der Matthias hatte vorher kurz reingeschrieben, wegen, ey, das ist super, Porsche ist absoluter Krampf, ich habe null Grip. Wie ist es dir ergangen? Ja, okay, unterschreibe ich sofort. Ehrlich? Ja, ist nicht lustig zu fahren. Okay. Nee, macht zwar Spaß, aber für mich war das nur, ja, von Anfang bis zu Ende durchkommen, so gut wie möglich fehlerfrei. Das war ich. Es war kein Cut dabei, keine Warning. Es war tatsächlich jede Runde sogar gültig, glaube ich. Keine Ehrlich? Ahnung wie, aber hat geklappt, ja. Boah, da hast du ja einen auf Musterschüler gemacht heute Abend, gedanklich. Ja, dachte ich mir nicht, aber hat gut funktioniert. Und P3 ist mehr als erwartet. Ich wollte gerade sagen, wie hoch war die Erwartungshaltung gewesen vorher? Ja, ich wäre sogar mit P6, glaube ich, zufrieden gewesen heute. Aber die Konstanze scheint wieder zu wirken. Sehr schön, sehr schön. Auch bei dir hast du enorm mehr Training investiert, wie in Anführungszeichen üblich oder bis dato vorher? Ja, definitiv. Das kannst du sogar Jeff fragen. Wir sind unter der Woche das eine oder andere 45er Suzuka gefahren. LFM. Genau, ich habe es mir fast gedacht. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Ja. Ja, aber das hat sich bezahlt gemacht. Das hat sich ausgezahlt. Insofern habt ihr alles richtig gemacht. Und ja, ich sag's immer wieder, ne? Je härter, je mehr trainiert wird, gefahren wird etc., desto mehr kommt einfach die Routine auch rein. Dieses Wohlbefinden, ne? Dieses Wohlempfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, stimmt. Umso mehr man fährt, umso mehr bringt es meiner Meinung nach. Genau.
Du musst es aber auch zulassen, ne? Also ja, wenn du da irgendwie verbissen oder was reingehst in die Situation, dann hast du meistens das Phänomen, dass du den Bumerang dann frisst, ne? Ja, richtig. Dann hast du schon verloren. Ja, sehr schön, Renny. Alles richtig gemacht. Glückwunsch an dich zu P3. Ja, danke, danke. Dazu und ich hoffe mal oder ich wünsche mir, dass wir in Silverstone dann vielleicht auch die Protestmöglichkeit mit dir genießen dürfen, René. Ja, der Plan besteht, ob er aufgeht, keine Ahnung. Lass uns überraschen, ja. Sehr schön. Ja, dann auch dir einen schönen Abend gewünscht, René. Vielen, vielen lieben Dank und genieß die Eistonne. Danke dir. Ciao. Jo, danke. Ciao, ciao. Sehr, sehr geile Nummer, Freunde. Also, dann sind wir auch am Ende angekommen für den heutigen Abend. Wie gesagt, es geht regulär Montag weiter. Vielleicht mache ich am Wochenende was Spontanes. Morgen müssen wir gucken wegen Community-Tag. Versprechen zu 100% will ich es nicht, weil ich habe immer so ein bisschen das Phänomen oder das Problemchen dann, wenn ich euch dann enttäusche oder so, da geht es mir selber nicht wirklich gut mit bei. Deswegen habe ich auch im Streamplan eventuell davor geschrieben. Wir gucken mal, wie sich's morgen zusammen ausläuft, rausgeht mit der Schafferei bei mir und wenn, dann wird es auf jeden Fall morgen eine spontane Nummer. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Samstag, Sonntag vielleicht was Spontanes, je nachdem, ob ich im Lande bin oder nicht, weiß ich noch nicht genau zum jetzigen Zeitpunkt. Aber am Montagabend auf jeden Fall, dann ist die nächste Rennsituation bei der Rio Racing wieder gegeben. Insofern vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für die ganzen Resubs, die Raids, die Follower und das Einschalten von euch. In diesem Sinne, kommt auch hier gut zu liegen, bleibt mir auf jeden Fall gesund und munter. Kommt gut morgen dann ins Wochenende rein und bis zum nächsten Mal. Ich